stay out all night long. She made me cry, she done me wrong. She earned my eyes open, that's no lie. Tameless turn, and now it's your turn to cry. Because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but... This is Charter Flight 247 on its way to Dublin. Please repeat your destination. Your destination, please. Charter Flight 247 on its way to Dublin. Speaking, we're on our way over the Atlantic Ocean, which you can see to your left hand side, and you see to the right side just the same. Passieren sollte, mein Bruder weiß eine ganze Menge Einzelheiten über die Firma und er würde sofort zur Polizei gehen. Wörtlich? Wörtlich. Und dann hat er noch gesagt, da saß er schon im Cockpit, hat aus dem Fenster gerufen, das ist meine Lebensversicherung. Das ist sehr ärgerlich. Ärgerlich? Ich würde sagen, gefährlich. Solch ein Risiko können wir nicht tragen. Sagen Sie Jorek Bescheid, er soll sich um diesen Bruder kümmern. Wie lange habe ich Zeit? Nicht sehr lange. Bevor er erfährt, dass der Pilot verschwunden ist, muss Jorek seinen Job gemacht haben. Sie können sich auf mich verlassen. Hoffentlich. Guten Abend.
Was ist denn mit euch los? Habt ihr alle gekündigt? Nee, ich will schlimmer, die Maler kommen. Wann? Heute? Na ja, die ersten sind schon da. Fehlt uns noch, ne? Die Herren. Ja, schönen guten Abend, Kollegen. Abend. Guten Appetit. Danke. Warum sitzen die auf meinem Stuhl? Warum sitzt du auf seinem Stuhl? Also, was ist? Warum rückst du nicht mit den Fotos raus? Hier. Das Licht war nicht so besonders. Ah, die Schärfe ist auch nicht so besonders. Bin ich David Hamilton? Ich musste alles alleine machen. Martin Hein hat sich freigenommen. Red nicht so viel Zeug. Tu mir einen Gefallen, bleib dran an den Leuten. Das ist jedenfalls Schrottmaterial. Ich brauche anständige Fotos. Augenblick. Und Herrn Buster kenne ich. Und wer ist der andere Ganove? Ein Unbekannter kenne ich nicht. Schönen Dank. Wiedersehen. Ganoven, Ganoven. Ich sehe ein schönes Auto und einen friedlichen Bürger. Wieso hat er was mit Waffenschmuggel zu tun? Der hat was mit Herrn Bass zu tun, das genügt mir. Und wenn schon? Dann geht das uns nichts an, dann ist das eine andere Abteilung. Nein, das ist die Mordkommission. Es hat einen Toten gegeben, das weißt du. Es ist nie bewiesen worden, dass der Bass was damit zu tun hat. Du verrennst dich da einfach. Weißt du, was wir machen? Wir machen eine Razzia. Eine Razzia? Wo willst du denn eine Razzia machen? Im Lagerschuppen von Herrn Bast. Natürlich. Du stellst dir vor, der hat sein ganzes Waffenlager da rumliegen. Das sind ganze Schiffs- und Flugzeugladungen voll von Waffen. Die gehen nach dem Irak, nach dem Iran, nach Nordirland und was weiß ich wohin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei Ihnen im Schlafzimmer lagern. Aber nicht gleich eine Razzia, ohne was Konkretes in der Hand zu haben. Ich muss doch lieber ein bisschen absichern. Mensch, ich will was in die Hand kriegen. Ich kann mich nicht immer absichern. Ich kann nicht immer anrufen und fragen, darf ich dies und darf ich jenes. Dann hätte ich gleich Sänger werden können. Hat eigentlich einer wegen meiner Wohnung angerufen? Nee, wieso? Ich habe so ein Inserat aufgegeben. Na ja, so eins. Haben Sie eine Wohnung? Paris. Als Polizisten verkleidet, befreiten drei Gangster zwei baskische Terroristen aus dem Gefängnis in Pau, Südfrankreich. Sie nahmen dabei mehrere Geiseln. London. Heute nach Mittag ist 52 Meilen vor der englischen Küste ein Flugzeug unbekannter Nationalität, wie Augenzeugen berichten, brennend ins Meer gestürzt. Von den Besatzungsmitgliedern fehlt bis jetzt jede Spur, auch trotz der sofort eingeleiteten Suchaktion. Es wird vermutet, dass niemand den Absturz überlebt hat. Stockholm. Erfolg der schwedischen... Nach einer Schießerei... Scheiße, nur deinetwegen gemacht! Meld mich los! Du kotzt mich an! Deine Mittelmäßigkeit, deine leeren Versprechungen.
Versager. Eine Null. Du bist eine Niete. Geh doch zurück zu deiner Frau, zu dieser versoffenen Schlampe. Die nimmt dich sicher wieder mit offenen Armen auf. Den großen Käpt'n von der Besenpflicht. Tu das nie wieder. Sonst hol ich die Bullen. Ich bring die nochmal um, du. Dazu bist du doch viel zu feige. Hallo? Scheint ja schwer beschäftigt zu sein. Warum gehst du nicht ran? Ich will Simmert sprechen. Für dich? Für mich? Komm runter, ich muss mit dir reden. Ich kann jetzt nicht. Der Chef hat gesagt, den Bruder vom Thorning auch. Was hab ich denn damit zu tun? Jorek kommt in 2 Stunden. Du musst ihm die Waffe besorgen. Wir sprechen uns noch, du. Es werden die Fluggäste des Lufthansa-Fluges 1310 nach Göteborg in den Warteraum zum Ausgang 20 gebeten. Lufthansa-Fluges All Passengers on Flight 1310 to Göteborg. Please proceed into waiting room A. Wie war der Flug? Stewardess werden immer magerer. Worum geht's? Ulf Thorning, unser Pilot, will uns verlassen. Wahrscheinlich hat er sein kleinbürgerliches Gewissen entdeckt oder bumst mit einer Pazifistin, was weiß ich. Auf alle Fälle will er nicht einsehen, dass er bei uns nicht einfach kündigen kann, wie bei C&A. Aber glücklicherweise hat er sich bereit erklärt, noch einen Flug für uns zu machen nach Londonderry. Dazu musste er über ein großes, tiefes Wasser. Soll ich ihn abschießen? Um den geht's nicht, Jorek. Sondern? Um seinen Bruder. Er hat wahrscheinlich seinen Bruder informiert. Wichtige Interna und ein paar Namen. Auf alle Fälle ist die Firmenleitung enorm beunruhigt. Das ist er. Physikprofessor in München. Kommt heute hier an, zu einer Tagung. Wie viel? Honorar? 80. Plus 25% Erschwerniszulage. Also 100. Wieso Erschwernis? Weil der Professor an einer Klausurtagung teilnimmt. Und was bedeutet das? Er wohnt zusammen mit seinen anderen Kollegen in einer Villa, in der sie auch ihre Vorlesungen halten. Scheiße. Die Waffe und die notwendigen Informationen erhalten sie von Simmert. Seine Telefonnummer ist hinten auf dem Foto. Er ist auch ihr Kontaktmann. Und warum nicht zuerst den Piloten? Weil der schon versorgt ist. Bring the patient this way, please, quickly. Thorning?
Ja, bitte, ja. Mein Name ist Eugen, Doris Eugen. Ach, Sie sind Frau Eugen. Guten Tag. Entschuldigen Sie, dass ich so spät bin, aber ich habe keinen Parkplatz gefunden. Ich hätte mir auch ein Taxi nehmen können. Aber nein, wir holen unsere Gäste immer ab. Hatten Sie eine angenehme Reise? Sagen Sie, ist Professor Srinivasan schon da? Nein, der kommt heute Nachmittag in Fuhlsbüttel an. Aber Professor Glander hat nach Ihnen gefragt. Wie ein Klassentreffen, nicht wahr? Doch nicht so lustig. Suchen Sie jemanden? Ja, mein Bruder wollte mich abholen. Ich habe schon angerufen, zu Hause ist er auch nicht. Bestimmt ist was dazwischen gekommen. Wahrscheinlich liegt er am Wetter. Am Wetter? Er ist Pilot. Hallo? Ich hätte gern mit Herrn Simat gesprochen. Wo ist er dann? Er ist unterwegs, in Geschäften, so nennt man das doch, oder? Ich rufe später wieder. Ich dachte, Sie wollten erst morgen wieder vorbeischauen. Ich muss mit dir sprechen, komm mit. Ist was Ernstes? Du musst mir einen Gefallen tun, ja? Also, ich war heute den ganzen Tag hier auf dem Schiff, verstehst du? Wer immer dich fragt, war den ganzen Tag hier. Ja, vielleicht auch die ganze Nacht. Ich verstehe schon. Ihre Frau. Was? Ach so, ja. Weiß ja, die ist eifersüchtig. Ich glaube, die spioniert mir nach. Alles klar? Alles klar, Sie waren den ganzen Tag und die ganze Nacht hier. Ach, die haben das Zeug ja schon gebracht. Genug, um eine ganze Armee damit auszurüsten. Darf ich Ihnen da mal einen kleinen Fachvortrag halten? Nee, ich mach's aber trotzdem. Eine Razzia ist nicht dazu da, dass man vorher schon die Beweise in der Hand hat, sondern im Regelfall ist eine Razzia dazu da, dass man sich Beweise beschafft. Jawohl. Herr Basten, unbescholtener Bürger. Ja, wir haben noch mehr Waffenschieber, die unbescholtene Bürger sind. Ja, ich habe Sie sehr gut verstanden. So schwer war es ja nicht. Ja, ich werde mich danach richten. Wonach denn sonst? Vielen Dank. Auf Wiederhören. Dein Wohnungsmakler war das aber nicht. Nee. War der persönliche Referent von irgendeinem Referenten aus irgendeinem Ministerium. Ist ja eh wurscht. Ich hab's dir ja gesagt. Der Anschiss lauert überall. Aber jetzt lauere ich auch überall. Der Junge kriegt kein Bein mehr auf die Erde. Der wird sich schwer umgucken. Der wird eines Tages einen Fehler machen und dann werde ich da sein. Was trägst du eigentlich neuerdings für einen gemeinen Klunker? Nur Klunker? Du denkst, es ist ein Serviettenring über eine Bockwurst bestellt, ja? Ich habe schwer geirrt. Das ist ein orientalisches Geheimnis, mein Lieber. 104 gegen 1. Wenn du das Ding jemals wieder zusammenkriegst. Kann ich mal telefonieren? Wollen Sie auch was trinken? Geben Sie mir bitte ein kaltes Bier, ja? Du, Katja, warum machst du die Tür nicht auf? Ich bin jetzt hier unten in der Kneipe, ja? Lass uns noch mal zusammen reden, ich komme jetzt rauf. Aber warum denn nicht? Du, Katja, wir müssen noch mal zusammen reden. Was heißt denn alles gesagt? Alles gesagt? Willst du mir denn auf der Nase rumtanzen? Katja! Katja! Scheiße. Nein. Wollen
Ist mir schon ein bisschen kleiner. Ich hab kein Bettchen. Nee, machen Sie schon. Die Dame hat Sie doch lediglich gefragt, ob Sie nicht ein wenig Kleingeld haben. Was ist los? Warum sind Sie denn so unfreundlich? Halt die Fresse. Das einzige Mittel gegen die neue Eiszeit ist Liebe und Freundlichkeit. Ja, leck mich doch am Arsch mit deiner Freundlichkeit. Hey, Meister. Sie haben Ihren Koffer vergessen. Ja? Ja, na endlich. Wo hast du denn gesteckt? Ich hab schon den ganzen Nachmittag. Okay, also wann? Erst morgen. Ja. Bis dann. Beautiful. So drop out and join the car. But no offense, I gotta be in Frisco 3:00 tomorrow afternoon. You put me off. Wie viel Stock ist denn das? Im dritten Stock. Na, wie ist? Habt ihr was gefunden? Nichts. Guten Tag. Tag. Wer war in der Wohnung bisher? Nur ich und mein Kollege. Und die Putzfrau, die sie gefunden hat. Irgendwas verändert worden? Ich habe nur die Tote umgedreht, um zu sehen, ob... Jedenfalls, hier hat sie gewohnt. Ja. Sie heißt Katja Nodorp. Das Schild an der Tür, das ist sie. Saubere Arbeit. Zwei Schuss und dann noch mit der Elefantenbüchse. Und wann? Was schätzt du? Um diese Jahre? Nee. Na, länger als 8 Stunden sieht aber noch gut aus. Wer hat sie gerufen? Die Putzfrau. Sie wartet draußen im Flur. Dann wollen wir mal. Neben dem Herd auf der Arbeitsfläche eine kleine Kaffeekanne mit aufgesetztem Filter. Hallo. Sieht halt aber hübsch aus. Guten Tag. Sie haben Frau Nodorp gefunden, ja? Ja, ich habe einen Schlüssel. Danke. Einmal in der Woche komme ich. Hat die denn irgendwelche Verwandte, die man eventuell benachrichtigen muss? Nein, ich glaube nicht. Wenigstens nicht in Hamburg. Und was war sie vom Beruf? Kassiererin im Supermarkt. Kassiererin? Der Lehrer muss Bescheid kriegen. Der Bruder, Herr Wipnewski. Wie? Wipnewski. Wipnewski heißt der. Da hat sie ja immerhin einen Verwandten. Oh, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt. Das macht doch nichts. Haben Sie auch die Adresse von dem Bruder? Ich glaube, dass er an der Gesamtschule Styles Hope ist. Dankeschön. Ja, oder haben Sie noch einen? Bist dünn geworden. Aha. Und? Geschäft dann gern gut? Kann ich klagen. Die Besten flieht. Ist alles okay. Ist dir irgendwas? Nö, was soll denn sein? Hast du noch immer Angst vor mir? Ach, was soll denn das? Ich riech es. Ich glaube, wir sollten jetzt mal den dienstlichen Teil besprechen. Na schön, also. Da, in dem Koffer ist alles, was du brauchst. Und wo liegt diese Tagung, wie das sich nennt? Ist auf dem Stadtplan markiert, da drin. Sind auch ein paar Infos dabei als Hintergrund. Und wie komme ich an ihn ran? Da ist auch ein Presseausweis dabei. Soll das ein Witz sein? Was hat das die einzige Möglichkeit? Wir wissen ja nicht mal, in welchem Zimmer er untergebracht ist. Ist das wenigstens ein Grundrissplan von dem Haus?
vous êtes tous des cons ici, merde. Das sind ja wohl die miesesten Arbeitsbedingungen aller Zeiten. Das ist doch nicht meine Schuld. Habt ihr wenigstens einen Auto für mich? Ja, Parkhaus Roter Baum, Stellplatz 433, ist da drin. Schlüssel. Wenn was ist, ruf ich dich an. Oder bist du immer so schwer zu erreichen? Das war eine Ausnahme. Ich war auf dem Schiff. Hallo. Ach, haben Sie gesehen, dass da vorne immer eine S-Bahn durchs Fenster fährt? Ja. 1200. Mit denen los. Also gut, ich nehme die Wohnung. Endgültig, jawohl. Schönen Dank. Gratuliere. Muss man sich mal vorstellen, eine Kassiererin, die sich eine Putzfrau leisten kann. Tja, in dieser Welt ist alles möglich. Und kein Mensch hat einen Schuss gehört, bei dem Kaliber. Wahrscheinlich war ein Schalldämpfer drauf. In Wetten, alle anderen Fingerabdrücke außer ihren waren alle vom Stiefbruder. Ja, der hat ein Alibi, das völlig wasserdicht ist. Klassenreise ist das beste Alibi. Ja, 35 unschuldige kleine Kinder sagen, unser Lehrer war dabei. Wann kommt er denn? Kommt heute Abend zurück, ich habe ihn herbestellt. Du hast ihn hergebeten? Bestellt. Laut Dienstvorschrift hast du ihn eigentlich hergebeten. Naja. Vielleicht kann er uns ja helfen. Lehrer. Das sind doch nie was. Stöber. Stöber. Ja, ich sie auch nicht. Und was habt ihr mit meiner Jacke gemacht? Alfred Bergmann Stiftung. Schon von daher wird es verständlich, dass wir mit als erstes Institut die Ergebnisse von Crutzen und Burks überprüft haben, noch bevor Carrière den Bericht des National Research Council vorlegte, in dem er ja unmissverständlich erklärte, Zitat, dass eine klare Möglichkeit besteht, dass ein Atomkrieg genügend Rauch und Staub erzeugen würde, um das Sonnenlicht zu blockieren und gewaltige Temperaturstürze auszulösen. Zitat Ende. Guten Tag. Bevor ich nun zu unseren Untersuchungen... Kann ich Ihnen helfen? Es tut mir leid, dass ich Sie störe. Das tut mir leid für Sie, aber die Pressekonferenz findet erst am Ende der Tagung statt. Das wurde mit allen Teilnehmern so vereinbart. Die Damen und Herren möchten vorher keinen Journalisten sprechen. Keine Ausnahme. Nein, leider. Für welche Zeitung schreiben Sie denn? Ich schreibe für alle großen Zeitungen in Frankreich. Ich will ganz offen sein. Ich sollte diesmal etwas mit nach Hause zu bringen, die den anderen nicht anzubieten haben. Verstehen Sie? Ja, aber ich kann Ihnen nur wiederholen, was ich Ihnen schon gesagt habe. Sie kennen doch die Herren Wissenschaftler genauso gut wie ich. Ein großes Interview in eine große, schöne. Ich glaube, diesmal irren Sie sich. Es gibt bestimmt ein Freizeitprogramm. Ja, natürlich. Morgen Vormittag, da sind Sie vortragsfrei. Macht jeder, was er will, oder gibt es einen gemeinsamen Rundfahrtplan? Sie fangen an, mir auf die Nerven zu gehen. Sie wissen doch genau, diese Leute sind Individualisten. Also keine Rundfahrtplan? Die meisten haben mich gebeten, für Sie was Spezielles zu arrangieren. Zum Beispiel? Nun ist aber Schluss. Für einen Profi müssten Sie damit was anfangen können. Die Ergebnisse von Crutzen und Burks überprüft haben, noch bevor Carrière... Sie ahnen gar nicht, wie sehr Sie mir geholfen haben. Wir müssen jeder Spur nachgehen, auch der kleinsten und unscheinbarsten.
Denn was wir bisher haben, das ist weniger als gar nichts, Herr Wibnewski. Deshalb sind wir sehr dankbar für jeden Hinweis, selbst wenn er nach gar nichts aussieht. Ich verstehe nicht, wer so etwas tut. Tja, wer tut so etwas? Es hat übrigens den Anschein, als ob Ihre Schwester den Täter gekannt hat. Ich habe immer noch das Gefühl, als ob das alles nur ein böser Traum ist. Also, das Labor sagt, es gibt zwei Arten von Fingerabdrücken. Die einen stammen von Frau Nodorp, die anderen von Ihnen. Wussten Sie, dass Ihre Schwester arbeitslos geworden war? Das hat sie mir gesagt, ja. Hatte sie eine Menge Bekannte, einen großen Freundeskreis? Kennen Sie die Leute? Ganz normale Leute. Das hilft uns ja enorm weiter. Ja, was soll ich Ihnen denn erzählen? Wir sind ganz normale Leute mit ganz normalen Freunden. Und auf einmal kommt da jemand. Und auf einmal kommt jemand und alles ist kaputt. Wir wollen diesen Kerl fangen, wir wollen ihn fassen. Also, erinnern Sie sich, hat Ihre Schwester Ihnen irgendwann mal erzählt, dass sie sich durch jemand bedroht fühlte? Oder Angst vor jemand hatte? Oder jemand nicht mochte? Oder gab es Andeutungen von Schwierigkeiten irgendwelcher Art? Sie hat mal von einem früheren Freund gesagt, dass er ein großer Fehler gewesen ist. Wer ist das? Was denn für ein Fehler? Ich weiß nicht, das hat sie nicht genau erklärt. Wie er heißt, das weiß ich auch nicht. Ich kenne ihn nicht. Das hilft uns nicht weiter, Herr Wibnewski. Aber ich habe mal ein Foto von ihm gesehen. Wo? Als wir ihr Fotoalbum ansahen. Da hat sie mir ein Bild gezeigt, wo die beiden drauf waren. Und bei der Gelegenheit hat sie dann gesagt, ein großer Fehler oder Irrtum oder so ähnlich wenigstens. Ich erinnere mich, weil ich mehr wissen wollte, aber sie hat nichts weiter erzählt. So nach dem Motto, vergangen, vergessen. Ich habe dann auch nicht weiter nachgehakt. Wir haben uns in sowas respektiert. Ist das Album noch in der Wohnung? Aber soweit ich weiß, ja. Würden Sie mit mir hinfahren, das mir geben? Selbstverständlich. Mordkommission Stöver. Nun hören Sie gut zu und unterbrechen Sie mich nicht. In einem Haus, das der Alfred-Bergmann-Stiftung gehört, soll jemand umgebracht werden. Es geht um den Atomwinter oder so ähnlich. Ich bin sicher, dass dort ein Mord passieren soll. Ich bin nicht verrückt und auch nicht betrunken. Sie haben nur diesen einen Hinweis. Haben Sie alles verstanden? Ja, würden Sie mir eventuell Ihre Adresse... Nein. Entschuldigen Sie, aber ein bisschen mehr müsste ich darüber schon wissen. Nein. Ende, es geht jetzt nicht. Auf Wiederhören. Komm spät. Was wieder bei deinen Weibern? Hallo? Was ist? Das ist doch mal ein komischer Anruf. Bettina! Ja? Guck doch mal nach, ob es eine Alfred-Bergmann-Stiftung gibt und wenn ja, ob man dort etwas mit dem Begriff Atomwinter anfangen kann. Wird gemacht. Danke. Atomwinter? Ja, Atomwinter. Ja, ich weiß auch nicht. Herr Wibnewski, was uns noch irritiert ist, dass Ihre Schwester, die Frau Nodorp, sich eine Putzfrau leisten konnte. Warum nicht? Ja, weil normalerweise eine Kassiererin ja nicht so doll verdient. Sie bekam von einer Tante ihres Vaters jeden Monat einen Zuschuss, wie sie es nannte. Und wo lebt die Tante? In Husum. Gut, dann haben wir im Augenblick keine weiteren Fragen. Recht schönen Dank, halten Sie sich zu unserer Verfügung. Inne. Es gibt eine Alfred-Bergmann-Stiftung. Und da ist im Moment eine Tagung mit dem Thema der nukleare Winter. Ach. Atomwinter, nuklearer Winter? Scheint an der Sache ja irgendwas dran zu sein. Hallo, Mr. Hallo. How are you? Hallo. Where am I? Ah, you're in Felixdale General Hospital. Ich muss meinen Bruder anrufen. Ich muss meinen Bruder anrufen. No, you must rest. I have to call my brother in Germany at once. Yes, you must rest. I have to call my brother. Please, let me get to the phone. I promise in a while.
wieder etwas weiter sehen wir eine Anzahl von Schiffsmodellen, die leicht erkennbar sind, dadurch, dass sie die gleichen Schornsteinfarben haben und diesen orange-grauen Bordanstrich. Es sind die Afrika-Fahrer, das heißt die Fahrzeuge, die den Dienst mit den ehemaligen Kolonien versehen haben, zum Teil im Linienverkehr, Passagiere und Fracht, vor allen Dingen Pakete, in die afrikanischen Kolonien befördert haben. Wir sehen dort auch ein Bildpanorama ausgebreitet eines afrikanischen Hafens jener Zeit, in dem Sie eine Anzahl von Schiffen liegen sehen können und auch mit Ringseln und vor allen Dingen auch Waren, die diese Schiffe aus Afrika gebracht haben. Wir gehen etwas weiter. Pourquoi tu me tires dessus comme ça? Ça va pas, non? Hallo. Hallo. Oh, hallo. Entschuldigen Sie, aber ich dachte schon, Sie kommen nicht mehr. Was ich versprochen habe, das halte ich auch. Na schön. Ich hatte noch eine Diskussion mit unserem Hausklempner wegen einer Rechnung. Mhm. Haben Sie sich sehr gelangweilt ohne mich? Nein. Oh, nein, nein, ich freue mich natürlich, dass Sie da sind. Ich muss Ihnen gestehen, ich bin noch nie hier gewesen. Ja? Dann muss ich Ihnen unbedingt was Schönes zeigen. Kommen Sie. Da gibt es ein Schiff, das haben französische Kriegsgefangene aus Knochen gemacht. Putain de merde. J'ai tout raté. Mannaggia la miseria. Vaffanculo. Ma porco Dio! Tu peux pas faire attention? Conne! Was denn hier? Das sind japanische Stacheln. Haben wir gar keine Stacheln. Nee, das ist was. Da drin nicht vor. Ja, Paul, da bist du ja. Ich bin gleich fertig. Danke. Okay. Guck mal, was ich gefunden habe. Aha, das ist er also. Mhm. Horst Simmert, Kapitän eines Küstenmotorschiffes. Ich bin da gleich hingegangen. Ich fahre heute hinten. Nee, heute haben wir Gemüsetag, danke. Restaurant am Weidenufer. Das ist eigentlich mehr eine Kneipe am Miesebekanal. Die beiden waren da zeitlang Stammgast. Hast du seine Adresse? Natürlich. Dann gucken wir uns den Jungen noch mal an. Hallo. Was sagt der Autopsiebericht? Ja, was wir schon wissen. Sie ist von hinten erschossen worden. Aus etwa 3 Metern Entfernung. 3 Meter? Ja. Vielleicht kam sie gerade aus der Küche. War ja das Kaffeefilter noch da, der Kaffee. War es also ahnungslos? Ziemlich dilettantisch. 2 Schuss aus der Entfernung. Guten Tag. Wir möchten gern Herrn Simmert sprechen. Ich bin Frau Simmert. Sie wünschen? Kriminalpolizei. Kollege Stöber, mein Name ist Brockmüller. Was wollen Sie von meinem Mann? Wir haben nur ein paar Fragen an ihn. Guten Tag. Guten Tag. Kommen Sie rein. Gibt es Probleme? Ich hoffe, nein. Wir hoffen, nein. Horst, kommst du mal? Sie verstehen, dass wir mit Ihrem Mann gern allein sprechen wollen. Ich bin von klein auf so erzogen worden, dass ich immer alles verstehe. Für dich, Kripo.
Guten Tag. Guten Tag. Tag. Tag, was kann ich für Sie tun? Haben Sie heute Morgen Zeitung gelesen? Nein, warum? Ist es Pflicht? Katja Nodorp ist ermordet worden. Katja Nodorp ist tot? Ja. Mein Gott. Wer? Das wissen wir noch nicht. Ja, ja, waren mal befreundet. Mal. Zuletzt nicht mehr. Schon lange her. Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen? Tja, da müsste ich mal nachdenken. Das tun Sie mal in aller Ruhe. Also bestimmt ein Dreivierteljahr, wenn nicht länger. Das ist ja lange her. Können Sie uns ja gar nicht mehr helfen. Ne? Katja ist tot. In Ihrer Wohnung? Ja. Ich muss Sie jetzt fragen, wo Sie gestern waren. Vom Nachmittag bis zum späten Abend, circa 24 Uhr. Natürlich, Sie tun ja auch nur Ihre Pflicht. Ich war den ganzen Tag auf meinem Schiff. Es liegt zur Reparatur im Hafen. Ich habe auch an Bord geschlafen. Kann das jemand bezeugen? Selbstverständlich, mein Bootsmann. Er hat Hafenwache. Er heißt Vidal. Sagen wir uns den Namen des Schiffes? Bissenfleet. Es liegt bei der Flintwerft. Sie verstehen, dass wir das alles fragen müssen. Selbstverständlich. Ich habe nur eine Bitte. Meine Frau regt sie furchtbar leicht auf. Wir haben diese Geschichte hinter uns, wissen Sie? Es waren damals schwere Zeiten für uns. Sie verstehen, für unsere Ehe. Es ist besser, wenn sie nichts davon erfährt. Es kommt zu viel wieder hoch. Tja, dann können Sie uns gar nicht weiterhelfen. Es tut mir wirklich leid. Also auf Wiedersehen. Sie müssen mir glauben. Wiedersehen. Was wollten Sie? Oh, Vidal hat da irgendwelche persönlichen Schwierigkeiten. Ich sollte ihm ein bisschen was über ihn erzählen. Und warum kommt die da nicht auch zu mir? Ich bin ja schließlich der Kapitän. Und ich bin die Eignerin. Das ist schließlich viel mehr. Ich wünsche, gefragt zu werden, wenn es um meine Angestellten geht. Reg dich doch nicht auf. Du kennst doch Vidal überhaupt nicht. Du hättest denen doch überhaupt nichts über Vidal erzählen können. Ich wünsche, in jeder Angelegenheit gefragt zu werden, die mein Schiff betrifft. In jeder. Hast du das verstanden? Ja, ja. Aber diesmal ging es doch... Nur diesmal. Gar nichts, nur diesmal. Und was für eine persönliche Angelegenheit. Hat er wieder ein Flittchen an Bord geholt und was mit ihr gemacht? Überhaupt nicht. Oder warst du sogar mit dabei? Also ich bitte dich, nicht wieder das. Das hatten wir doch abgemacht, oder? Ach Mensch, was man so alles abmacht. Der Simmert war wirklich erschrocken. Wieso hat er nicht gefragt, wie sie ermordet wurde? Na, wenn du so einem Menschen plötzlich eine Frage stellst, dann steht er doch unter Schock. Das verstehen so Leute wie du immer nicht. Ich möchte mir die Sache mit der Tagung ganz gerne mal angucken. Ich habe das ungute Gefühl, da ist was dran. Da ist bestimmt was dran. Was ist denn für eine Tagung? Habt ihr doch erzählt von dem Telefonat gestern. Da soll jemand umgebracht werden. Ah. Wahrscheinlich hat jemand kalte Füße gekriegt oder soll reingelegt werden. Oder er ist ein Spinner. Es war eine Frau am Apparat. Wenn ich bloß wüsste, woher ich die Stimme kenne. Toll. Wir sind eine Mordkommission und kein Mordverhinderungsverein. Dafür werden wir nicht bezahlt. Ja, aber es wäre doch ganz schön, einmal vorher was tun zu können und nicht immer erst nachher, wenn alles zu spät ist. Wie stellst du dir das vor? Das Haus umstellen, alle einmauern und der Mörder sitzt dann unter uns, ja? Du hast ja wieder so recht. Ich fahr trotzdem hin und guck mir's an. Tu, was du nicht lassen kannst. Also nehmen Sie mir das nicht übel, aber das klingt wirklich sehr unwahrscheinlich. Ich weiß. Eine regelrechte Räuberpistole. Im wahrsten Sinne des Wortes. Warum sollte man es auf einen unserer Gäste abgesehen haben? Was glauben Sie, was ich in meinem Beruf schon für Räuberpistolen erlebt habe? Und das Unwahrscheinlichste ist oft genug die Wirklichkeit. Und wenn, denken Sie daran an politische Dinge? Keinen blassen Schimmer. Ja. Selbst wenn es so wäre,
Allein die Vorstellung, dass man auf einen unserer Gäste einen Killer angesetzt hat, so nennt man das doch. Ja, das könnte man so sagen. Also, ich weiß nicht. Aber Sie ich haben, glaube, das muss eine Verrückte gewesen sein. Sie haben die Presse, die Tagespresse, nicht informiert und keinerlei Vorankündigungen veröffentlicht. Nein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Killer naturwissenschaftliche Fachzeitschriften liest oder irgendwelche Insiderinformationen. Da haben Sie recht. Aber die Fakten stimmen. Alfred Bergmann Stiftung, das Tagungsthema und der Zeitpunkt. Jetzt haben Sie mich doch tatsächlich auch schon angesteckt. Das will ich hoffen. Gestern dieser Journalist war irgendwie eigenartig. Was denn für ein Journalist? Na, der Journalist aus Frankreich. Der hat gesagt, er müsste diesmal schneller sein als seine Kollegen. Ich denke, die Teilnehmer haben vereinbart, keine Öffentlichkeit vorher. Ich denke, die Presse weiß gar nichts von der Tagung. Ja, das ist schon richtig, aber mein Gott, die sind doch keine berufsmäßigen Geheimniskrämer, die Wissenschaftler. Außerdem war das auch gar nicht so streng verabredet. Verstehe. Was wollte er? Ein Interview. Mit wem? Das war ihm egal. Und? Haben Sie ihm geholfen? Nein, nicht direkt. Aber? Ich habe ihm einen Tipp gegeben, dass er es heute an unserem vorlesungsfreien Vormittag versuchen soll. Was ist denn? Ich glaube, ich sehe jetzt langsam auch schon Gespenster. Macht doch nichts, also? Der hat überhaupt keinen von denen interviewt. Woher wissen Sie das? Weil ich sie alle gefragt habe. Die Professoren? Ja, und keiner hat von denen mit einem Journalisten geredet. Das ist doch merkwürdig, wa? Das ist doch wirklich merkwürdig. Ja, vor allen Dingen, weil er so dringend ein Interview haben wollte. Der war ja ganz penne dran. Wie heißt der Mann und für welche Zeitung arbeitet er? Ach, das tut mir leid, das weiß ich nicht. Aber er hat mir seinen internationalen Presseausweis gezeigt und der war rot, aber den habe ich auch nur von außen gesehen. Können Sie ihn beschreiben? Ach, er sah ganz normal aus, ein bisschen unrasiert, ungefähr 1,80, aber ganz intelligent. Aber so genau habe ich natürlich auch nicht betrachtet. Also, wo und wann kann ich mit Ihren Gästen sprechen? Sie nehmen das also wirklich ernst? Ja. Auch wenn ich mich lächerlich mache. Ich muss es ja versuchen. Sister, yes, please, Danny. You have to get me to the phone because I have to call my brother in Germany now. Yes, at once, we will. As I told you, I have to call him immediately, you yes, know, yes, because I will it is get very the phone. Urgent. We will ring. Why don't yes. you help me to get him to the I phone? I will get the phone. Now lie now, down and listen relax. Listen to me. Good afternoon, nurse. Good afternoon. Can we help you? I'd like to speak to this man, please. I'm afraid you can't speak to him. He is ill at the moment. It is not possible to speak with him. But it is important that I have some details. No, it is not possible just now. All I'm right. sorry. Thank you very much. Hello, operator. Please, could you give me a number in Hamburg, Germany? Yes, it's 248710. Yes, it's a very urgent call, please. Yes, I'm whole. Wir sind schon hier? Ja. Dann können wir wieder rein. Oh, das ist gut. Wisst ihr, wo mein Kollege ist? Ja, genau. Wo Brockmüller ist? Rocky? Hey! Was machst du denn hier im Treppenhaus? Überstunden. Da hinten kann man doch nicht arbeiten. Nee. Ach, ich hab sowieso die Schnauze voll. Keinen Zentimeter weiter. Womit? Simmert. Ist sein Alibi in Ordnung? Ja, er war den ganzen Tag an Bord und hat auch dort übernachtet. Was machst du? Ich muss in einer halben Stunde 30 erwachsenen Leuten eine haarsträubende Kriminalgeschichte verkaufen. Atomwinter, Bergmann-Stiftung. Jawohl. Und ich bin sicher, dass da was dran ist. Das lasse ich mir von keinem ausreden.
Er hätte dich schon von was abbringen können. Hm. Mein Vater, als ich ihm sagte, ich will Sänger werden. Ja, du lachst. Ich war großartig. Ach, wie so trügerisch sind Weiberherzen. Schnauze, ihr Kulturmannerin. Könnte dir ja in Grund und Boden singen, aber ich habe ja noch gar nicht geöffnet. La da da la 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 da da la 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 da da la la la. Du lachst, ich war gut. Ja? Hallo Jörg. Schön, dass Sie da sind. Ich dachte schon, Sie seien abgereist. Ich bin nicht darauf angewiesen. Lassen wir das ganz. Und wenn Sie nicht komisch, was soll denn das? Solche miserablen Arbeitsbedingungen, 20 mehr. 15. Von mir aus. Und ein Gewehr mit Zielfernrohr. Ist das nicht ein bisschen theatralisch? Ich brauch das Zeug bis morgen Abend. Meine Damen und Herren, natürlich ist es möglich, dass diese Geschichte nichts anderes ist als ein übler Scherz. Ich weiß es nicht. Vielleicht steckt ein Geistesgestörter dahinter. Bitte Sie nur zu verstehen, ich betrachte es als meine selbstverständliche Pflicht, Sie zu informieren, auch auf die Gefahr hin, dass das Ganze sich am Ende als Flop entpuppt, als Unsinn. Sollte jemand unter Ihnen sein, der auch nur im geringsten Grund zu der Annahme hat, dass er gemeint sein könnte, sprechen Sie mit mir. Ich werde von jetzt ab mich da nebenan in diesem Raum aufhalten, eine ganze Weile, und stehe jedermann jederzeit zu freilich vertraulichen Gesprächen zur Verfügung. Schutzmaßnahmen können wir nur dann ergreifen, wenn wir wissen, welche Person aus Ihrem Kreis in Frage kommt und warum. Ja, danke. Bitte. Hätten Sie eine Kleinigkeit zu trinken für mich? Wollen Sie einen Kaffee? Nee, irgendwas mit Alkohol für meine Nase. Meine Dienstzeit ist ja auch so gut wie zu Ende. Cognac? Gern. Das würde mir sicher gut bekommen. Wunderbar. Sie nicht? Oh nein, danke. Okay. Tja, da sitzen wir nun und warten auf den Weihnachtsmann. Und auf eine Bescherung. Wenn jetzt niemand kommen und sich melden würde, das wäre die schlimmste Bescherung für mich. Da wäre ich mit meinem Latein mal wieder am Ende. Es wird bestimmt keiner kommen. Bitte. Oh, Entschuldigung. Ja, kommen Sie doch rein. Setzen Sie sich. Darf ich um Ihren Namen bitten? Torning. Ich arbeite an der Universität in München, in Experimentalphysik. In München. Ja, vielleicht wäre es besser, wenn Frau Eucken uns für ein paar Augenblicke allein lassen würde. Nein, nein, ich wollte Frau Eucken nur fragen, wann sie Feierabend hat. Wir wollten noch zusammen ins Theater gehen. Ja. Es tut mir wirklich leid. Danke. Das ist heute für mich der Tag der Zumutung. Es wird bestimmt keiner kommen. Der Saal ist übrigens schon leer. Nehmen Sie mir nicht die letzten Hoffnungen. Was gibt's denn im Theater? Einer muss der Dumme sein. Kinderstück nicht, aber vielleicht ist es ja ganz komisch. Der Professor lebt immer noch. Aber manche essen das Meer. Jorik braucht ein Gewehr mit Zielfernrohr. Heute. Was? Gewehr mit Zielfernrohr? Der spinnt doch. Wieso? Das ist unmöglich, das kriege ich nicht so schnell. Musst du aber, weißt du. Er hat doch die Pistole. Jorik ist auch nicht mehr der Alte. Was kann ich denn dafür, dass der zu blöd ist für seinen Job? Was ist denn los mit dir? Na gut. Ich erzähle, was ich machen lässt. Guten Tag. Guten Tag. Brockmann ist mein Name. Ich brauche Auskunft über eine Kundin bei Ihnen, Frau Nodorp, Katja Nodorp. Haben Sie einen richterlichen Durchsuchungsplan? Ich. Danke.
Daueraufträge, Überweisungen, Eingänge. Kein Dauerauftrag, aber regelmäßiger Einwand an Frau Nodort. Bareinzahlung von der Zentrale. Welcher Höhe? 1500 Mark monatlich. Können Sie mir sagen, von wem? Eingezahlt hat immer ein Paar Simmert. Frau Müller. Simmert? Horst Simmert? Paar Simmert, ja. Monatlich, regelmäßig? Regelmäßig monatlich. Und wann war die letzte Einzahlung? Das war, warten Sie, Ende vorigen Monats, 1500 Mark. Das ist ja erst 14 Tage her. Vielen Dank, bitte schön. Er profitierte von der deutlich festeren Tendenz bei Ölaktien, deren Index um 60,23 Punkte auf 2916,54 kletterte. Der TSE 300 Composite Index. Guten Tag. Danke. Herr Tony. Ja, wir haben bei uns im Institut die gleichen Erfahrungen gemacht. Und ich habe mit Kratzen natürlich. Josef? Trinken Sie einen Kaffee? Nein, im Moment nicht. Sag mal, weißt du, wo die Nummer von Kommissar Stöber ist? Ja, du musst hier irgendwo auf den Schreibtisch hin. Nein, da ist sie. Da ist sie. Wieso? Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe den Journalisten eben da draußen wieder gesehen. Der Franzosen? Ja. Ich versuche ihn aufzuhalten. Eugen? Ja, der Journalist ist wieder aufgetaucht. In einem goldfarbenen Citroën. Nein, er steht da bei uns in der Seitenstraße, Holtenkampfsweg. Ja, ist gut. Hallo, sagen Sie mal, haben Sie mal Zeit? Kann ich Sie was fragen? Pourquoi, je veux pas regarder votre petite belle maison, hein? Elle est belle la maison. Vous voulez que je veux faire un tour, on va faire une petite visite. Vaffanculo, stronzo. Ah, vous êtes italien? Guardare manco la tua casa, vaffanculo. Ma non si può fare niente in questo paese. Hablamo espagnol, italiano? Scheiße. Vous avez deux minutes? Asshole. Je suis un très bon guide, si vous voulez. Je vais vous faire... Qu'est-ce que c'est dur alors, ce travail alors, ce boulot de merde. Moi j'en ai marre, tout le temps comme ça. C'est vraiment con, hein. Hier ist Stöber. Rückfahrt wir 30. Ich hätte gern mal den Hauptkommissar Brockmüller gesprochen. Ist im Augenblick leider nicht da. Nee, wo ist denn der? Ich glaube auf der Bank. Auf der Bank? Ja, auf der Bank. Der will bloß so tun, als wenn er noch Geld auf dem Konto hätte. Soll ich was ausrichten? Ja, ich bin unterwegs zur Alfred Bergmann Stiftung. Ich sag, sobald er wieder auftaucht. Hier ist nochmal Stöber. Ja, hier ist immer noch Polizei Revier 13. Ich verfolge einen goldfarbenen Citroën. Mit dem polizeilichen Kennzeichen Hamburg CW Cäsar Wilhelm 1772. Stöber, Kriminalpolizei. Ja. Wer war der Mann, der eben seinen Schlüssel abgeholt hat? Der Herr, der ja, eben der seinen Herr. Schlüssel. Einer unserer Gäste.
Sowas habe ich mir schon gedacht. Und wer war das? Ich hoffe nicht, dass etwas gegen ihn vorliegt. Sie können sich vorstellen, dass das keine Reklame ist für uns. Also, wer war's? 209. Ich hoffe, dass das keinen Ärger gibt. Das war der Herr Marc Lasalle aus Paris. Wann ist er gekommen? Vor 4 Tagen, aber ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das alles sagen darf. Sie können sicher sein, dass Sie mir das alles sagen dürfen. Wie lange will er bleiben? Das ist unbestimmt. Marc Lasalle, sein Beruf? Journalist. Danke. Kann ich Ihren Ausweis noch mal sehen? Nee. Hier ist Stöber. Könnt ihr mal nachgucken, ob es in Paris einen Mann namens Marc Lasalle gibt? Lasalle mit Doppel-L und E hinten. Journalist soll der sein. Und dann gib mir mal Meier 2. Ich hab was Dringendes für den. Meier 2? Meier? Ich habe eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung im Merkur-Hotel in St. Georg. Der Mann, um den es mir geht, heißt Marc Lasalle, ist ungefähr 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, langes, braun-graues Haar. Now we've got one very precious diamond back. What do you do with those things? Trade them. Trade them for coffee, sugar, chewing tobacco, salt, flour, and beans. And lots of beans, son. Suzette? Ja, warum nimmst du denn nicht ab? Ich hab schon zweimal probiert. Ach so. Ach so, du hast eine Tasche. Suzette, hast du nicht... Ah, sie suche ich. Ah ja, dann... Ja, ich sag dir doch, dass ich deinen Körper sehr schön finde. Da, du, ich kann jetzt nicht mehr weitermachen, ja? Ich hol dich nachher ab, ja? Moment, tschüss. Guten Tag, kann ich was für Sie tun? Brockmüller, Mordkommission. Nee, danke, im Augenblick nicht. Ich brauche eine Akte. Vidal. Eine Akte? Eine Akte. Vidal? Vidal. Ja, wie stellen Sie sich denn das eigentlich vor? Wieso? Na, haben Sie sich vielleicht mal umgesehen, wie viele Akten ich hier habe? 1000 Akten, ach, was sag ich? 10.000 Akten, das sehen Sie ja selbst. Der heißt Robert. Robert Vidal. Robert Vidal. Ja, haben Sie wenigstens sowas wie eine Aktenanforderung? Habe ich. Hier. Ja, aber das nützt mir auch nichts. Ich Robert Vidal, ich brauche eine Nummer. DY-42-1531-TU. 1531-TU. Ja, das muss ja vielleicht hier sein. Ich habe wenig Zeit. Ja, könnten Sie mir das Aktenzeichen nochmal sagen? 42-15-31-TU. 15-31-TU. Hier. Vidal. Robert. Das ist er. 8. Juli 1927. Vorbestraft wegen Diebstahl. Ja, so lesen kann ich alleine. Waffenschmuggel, Hehlerei. Danke. Ja, Sie können sich da an den Tisch setzen und alles in Ruhe durcharbeiten. Danke. Und Sie können wieder telefonieren. Ja, ja, ich höre. Was? Metzgermeister. Ist vor 2 Jahren gestorben. Du, Paul. Augenblick noch. Einen Journalisten namens Marc Lasalle gibt's überhaupt nicht. Weder noch. Fein, vielen Dank. Ja, ich hab alles verstanden. Hast du auch alles verstanden? Nee. Bin auch noch. Womit fangen wir jetzt an? Also, erstmal Simmert und dann wieder. Wie bitte? Der Bootsmann. Ach so, der. Übrigens, dass der lügt, ne? Ist mir vollkommen klar. Aber wie sollen wir Ihnen das nachweisen? Der hat eine interessante Vergangenheit. Es geht um Waffenschmuggel. Bei einem dänischen Schiff nach Südafrika. Die Schiffe laufen im Zeitcharter, wechseln dauernd ihre Namen
und verschwinden noch wochenlang aus dem Register von Lloyds. Und plötzlich, tauchen sie zum Beispiel in Durban auf, mit einer Ladung von 7 Tonnen. Bei einer Kapazität von 500 Tonnen, da kannst du dir vorstellen, was die verdienen. Und auf so einem Kahn war wieder ein. Und erwischt worden. Tja, das ist sehr interessant, nur hinsichtlich seiner Aussage sagt es gar nichts. Deswegen kann Simmert trotzdem den ganzen Tag auf seinem Kahn gewesen sein. Apropos Simmert. Der hat noch im vorigen Monat 1.500 auf das Konto von Katja Nodorf eingezahlt. Oh. Mhm. Dann spricht es aber eher für seine Unschuld. Ja, so dämlich kann ein Mörder doch gar nicht sein. Moin. Wie geht's denn? Ich würde mir das an Ihrer Stelle sehr genau überlegen. Was gibt's da zu überlegen? Ich habe Ihnen alles gesagt. Deiner Meinheit würde Ihnen wohl auch nichts ausmachen. Wie reden Sie eigentlich mit mir? Wir können auch ganz anders mit Ihnen reden. So, weil ich vorbestraft bin, ja? Nein, weil wir glauben, dass Sie lügen. Ich bin seit 5 Jahren sauber. Also Vidal, ich mache Ihnen jetzt einen letzten Vorschlag. Du vergessen mal, was Sie uns die ganze Zeit hier vorgelabert haben. Und frag Sie ganz offiziell und wie zum ersten Mal. War Simmert an dem bewussten Tag hier an Bord? Den ganzen Tag. Wie oft wollen Sie mich noch fragen? Ja. Ob er den ganzen Tag hier war, will er wissen. Bin ich im Kindergarten oder was? Beantworten Sie bitte seine Frage. Ja! Und jetzt entschuldigen Sie mich, ja? Au! 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 Ihr Schweine! Au, helfen Sie mir! Der Mann dreht hier durch! Ich hab nichts gesehen. Wo soll die Reise denn hingehen? Ach, wo soll die Reise hingehen? Irland. Wo genau nach Irland? Nordirland. Und was haben wir geladen? Na? Maschinenteile. Mal sehen. Moment mal! Haben Sie überhaupt einen Durchsuchungsbefehl? Ich durchsuche nichts. Ich guck mir nur mal ein bisschen das Schiff an. Das kann jeder sagen. War Simmert an Bord, um mit ihm zu besprechen, was sie sagen soll, wenn wir kommen? Ja. Wissen Sie, wozu er die Aussage braucht? Ich hab wegen seiner Frau. Die ist so eifersüchtig. Sie hätte sich auch vorher überlegen können, mit uns zu reden wie mit Erwachsenen. Brocki! Und keine Warnung an Simmert. Rocky! Kennst du den Genossen Kalaschnikow? Ah, der hat den Wodka erfunden. Nee. Aber eine Maschinenpistole. Tag, wir suchen Ihren Mann. Tut mir leid, der ist nicht Guten da. Guten Tag, wo ist er denn? Er hat gesagt, er müsste eine dringende Geschäftsreise machen. Was hat er denn mitgenommen? An Gepäck? Hier ist eine große Ledertasche. Warum fragen Sie das? Weil der Mann unter Mordverdacht steht. Sie wollen mich nur erschrecken. Die Polizei macht manchmal sowas. Wir machen sowas grundsätzlich nicht, Frau Simmert. Kennen Sie eine Katja Nodorp? Nein. Sie ist vor 2 Tagen umgebracht worden. Das Alibi, das ihr Mann vorbringt, stimmt nicht. Und es führt auch noch eine andere Spur zu ihm. Er hat der jungen Frau monatlich 1.500 Mark überwiesen. Und wissen Sie, wie lange schon? Seit 2 Jahren. Mein Mann ist kein Mörder. Dazu ist er viel zu feige. Sie müssen sich irren. Er bringt allerhand fertig. Aber ein Mörder? Nein. Was meinen Sie damit? Er bringt allerhand fertig. Seine Moral ist ein bisschen lasch, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein. Er war früher hinter den Weibern her, wie ein armer Irrer. Und jetzt nicht mehr? Nein. Seine letzte Geschichte hat er sich vor ein paar Jahren erlaubt. Sie hat er sogar hier ins Haus mitgebracht. Ich habe sie daneben angehört, im Zimmer.
Danach habe ich ihn vor die Wahl gestellt. Entweder Schluss, absolut Schluss mit sowas, oder ich suche mir einen anderen Kapitän für mein Schiff. Ach, die Bessenfleet gehört Ihnen? Ja. Mein Vater hat sie gebaut. Mein Mann ist kein Mörder. Sie müsste sich irren. Und Sie können uns wirklich nicht sagen, wohin er seine Geschäftsreise macht? Nein. Na dann. Frau Simmert, wir müssen bestimmt noch mal wiederkommen. Kennen Sie einen Herrn Bast? Nein. Nee, gut. No, that's terribly now. You hope not. I Das Objekt befindet sich jetzt in der Bremer Reihe. Ja, und? Er hat sich eine Banane gekauft. Und ein Brötchen. Und ein Brötchen. Wieso oder Salami? Weil ich denke, ihr wollt alles immer so genau wissen, ihr Kissenpuper. Ja. Wir melden uns. Na, hoffentlich. Los, führ mich weiter. Julia, wie kamst du her? Oh, sag mir, und warum? Hey, komm auf. Meier 2. Das Objekt hat sich mit einem unbekannten Mann getroffen. Beschreibung. Hageres Gesicht, Schnauzbart, kurze braune Haare. Gut. Okay, wir bleiben dran. Komm schon, selbe Stelle. Ebenfalls. Und mit dir habe ich mir einen eingefangen hier. Nur in 2 Wochen haben wir Premiere. Romeo und Julia in der Polizeikantine. Oh. Hey, wo willst du denn hin? Ich muss mir erstmal was zu essen holen. Wo ist das, lieber? Soll ich noch nicht besorgen können? Was soll ich damit? Werfen? Wann kriege ich das Gewehr? Was ich sagen? Was soll das heißen? Ich kann im Moment nicht nach Hause. Ich hab da ein paar Schwierigkeiten. Du sagst mir jetzt alles, was los ist. Klipp und klar. Steuerfahndung. Besser für mich, wenn ich mich zu Hause nicht blicken lasse jetzt. Und dann kommst du hierher mit dem Ding dann. Und deiner Plastiktüte. Bist du noch zu retten? Aubach hat gesagt, ich soll das schon mal bringen. Bist du noch zu retten oder was ist? Und wenn sie dir nachgegangen sind? Es ist keiner nachgegangen, red doch keinen Unsinn. Das ist kein Unsinn, das ist alles andere als Unsinn. Garantiert nicht. Simon, wenn du mir die Bullen auf den Hals hältst, tust deine Blödheit. Es ist doch überhaupt nichts passiert. Wenn du mir den ganzen Auftrag vermasselst. Du kennst mich. Wo ist das Gewehr? Das ist im Moment wirklich ein bisschen schwierig für mich. Das musst du verstehen. Hau ab. Ready now?
Not yet, not yet. Well, just tell me when. Okay, I'm ready, but he's not ready yet. What? Forget it, I'll tell you when I'm ready. Meine Rechten. Deine Taxi. Oh, selge, selge Nacht, nur fürchtig, wenn mich Nacht umgibt. Wo bist du denn? Es wäre nur wie ein Traum. Moment, das ist kein Traum. Der haut ab. Los, mach hin. Mach schon! Mein Gott, schneller kann ich nicht. Das Taxi haut uns ab. Lerne ich ja nie meinen Text. Ach du Scheiße, jetzt habe ich auch noch Ketchup auf der Hose. Oh, pass besser auf. Hin. Dieser Ghost, der bringt mich doch mal um. Meier 2, er hat ein Taxi abgehauen. Wieder an am Wechsel. Wir hängen rein. Automänner, Heinrich, ja. Heinrich, ja. Anton, Richard. Nimm mich eben gerufen. 1366. Dinge 207, Elbiger Bahnhof. Bereich Wildecke. Der fährt Richtung Flughafen. Gib doch mal Gas, Mensch, das Mensch, ich hab doch schon Bleifuß. Fahr nicht so dicht auf. Ja, was denn, schnell oder langsam oder was? Das gibt's doch wohl nicht. 14, 34, 4, Dose, 14. Warte mir, ich geh nach. Romeo hier. Quatsch, nein, Martin, nein. Ja, Objekt Lasalle hat eben die Taxe verlassen. Lufthansa is investing all passengers of flight 996 to Munich. Please proceed inside the room. Gate number 5. Fluggäste des Lufthansa-Fluges 707 nach Frankfurt in den Warteraum D zum Ausgang 7 gebeten. Lufthansa requests all passengers of flight 707 to Frankfurt. Please proceed into waiting room D, gate number 7. Kann ja alles sein. Das Zimmer hat 20 Quadratmeter und besteht nur aus Türen und Fenstern und ihr malert immer noch da drin rum. So, das wär's gewesen. Weggeflogen ist er, wie ein Vögelchen. Wer denn? Killer. Und wenn er nun wirklich ein Journalist ist, mit einem Pseudonym, kannst du doch nicht wissen. Selbst wenn es ein Profi war. So schöne Krimis gibt's eben nicht in unserer Arbeitsplatzbeschreibung. Uns bleiben nur die miesen Alltagsmörder. Mach was. Die sind mir lieber als die Profis. Das merkt man. Bast ist ein Profi, den kriegst du. Die Maler malern jetzt 2 Tage in der kleinen Kammer rum und ich habe keine 3 Tage Zeit, den Bast zu kriegen. Ich krieg den Bast, verlass dich drauf. Thank you.
Ein Zimmer. Für wie lange? Eine Nacht. Mein Name ist Ulf Torni. Please give me a call to Hamburg, Germany, and reverse the charge, please. The number is 248710. Yeah, thank you. Alfred Bergmann Stiftung, guten Tag. Ich hätte gerne Herrn Professor Rüdiger Thorning getroffen. Ja, das geht leider nicht. Er ist im Moment nicht da. Was heißt, er ist nicht da? Ist ihm was passiert? Nein, er ist im Moment nicht im Hause. Er wird heute Abend bei uns eine Diskussion leiten. Soll ich ihm was ausrichten? Nein. Dankeschön. And the gift for a sawed-off weekend. Well, you're both welcome. What do you get going for Frisco? You're not going back tonight. Hey, you're gonna kill yourself someday. You know that? Do you know? Yeah. Look, why don't you stay over on Monday, huh? So you can go home right now. Oh, yeah, sure, just before midnight. Hey, look, you know something? When the clock strikes 12, my car turns into a pumpkin. Hey, Sandy, you know you're a born actor? Yeah, sure, sure. That's what my wife will say. Well, then tell her I've been waiting up for you all night. Hey, look, seriously. Look, why don't you stay over? No. Look, you can do with some sleep, can't you? Frau Simmert ist da, sie möchte Sie sprechen. Soll sofort reinkommen. Bitte. Bitte schön. Frau Simmert. Ich hab's mir überlegt. Er ist mein Mann. Aber es hat keinen Zweck. Er hat mich zu sehr verletzt. Immer und immer wieder. Und jetzt ist einfach die Grenze überschritten. Sie werden ihn ja sowieso behalten. Immer wenn wir Streit hatten, ist er zu der Tierpension gelaufen, wo er seine Katzen her hat. Eine alte Freundin, bei der hat er sich immer ausgeweint. Eine Gräfin, verkommener Adel, von Hollitzel. Hollitzel. In der Schmielinski-Straße. Wissen Sie die Nummer? Nein. Vielleicht hat er sich ja da verkrochen. Verstehen Sie, dass für mich jetzt eine Grenze erreicht ist. Ja, ja, oh ja. Tierpension, sagen Sie. Eine Katzenpension, ja. Bettina, wir brauchen zwei Wagen, außer unsere. Gibt es ein Motiv? Wahrscheinlich ja, ich denke schon. Das ist der Herr Bast. Fällt Ihnen dazu immer noch nichts ein? Nein. Wiedersehen. Bringt mal jemand Frau Simmert nach Hause. Well, fellas, as you know, we can't throw anything at him except dangerous driving and failure to stop. Misdemeanors, both of them over here. Yeah. Well, you told me that once, camarade. But has this Bronco and the Jaguar filed a formal complaint? No, he hasn't. Es muss 8 Uhr dort sein. 8 Uhr schaffen wir. Ich kann mir vorstellen, dass die Kriminalpolizei Katzen in Pflege zu geben hat. Was führt sie zu mir? Wohnt ein gewisser Herr Simmert im Augenblick bei Ihnen? Simmert? Ja. So sieht er aus. Warum fragen Sie? Es besteht Mordverdacht. Und Waffenschmuggel. Also wenn Sie was wissen, sagen Sie es uns. Er hat mir was von Steuerhinterziehung erzählt. In diesem Fall kann niemand auf meine Loyalität zielen. Er ist seit gestern Abend da hinten in seinem Zimmer.
top 10 comes the first Billy Monster since the 70s. That number that all by itself jumped 29 places in 1 week. There's absolutely no doubt whatsoever, as they say, that this will be next week number one. Numero uno, baby. The itchy bang entitled Where Do You Go From Here, Baby by Brian O'Brien. 14 Tagungen und 2 Ausstellungen sind eine vorzeigbare Bilanz. Auf der anderen Seite hat uns gerade die Tagung der Polymerchemiker die Grenzen unserer Kapazitäten gezeigt. Und das führt uns zu unserem zweiten Tagesordnungspunkt, dem geplanten Neubau. Wirklich schwierig. Professor Dorning? Ja, das ist für Sie. Ich möchte Sie hier informieren, wie ich weiter vorgehe. Danke. Von wem machen Sie das? Ein Bunker, das ist für Sie. Schön, danke. Senator der Wissenschaft und hofft es zu einem Gespräch zwischen dem Senat und dem Herrn kommt, in dem ich Sie mit der Wissenschaft die mir überzeugen kann. Ist was? Diese Nachricht habe ich gerade von meinem Bruder bekommen. Lieber Rüdiger, komm mal bitte sofort ins Autohotel am Hafenspielbodenplatz 11. Wenn ich nicht da bin, warte bitte Ulf. Wieso schreibt ihr das mit Maschine? Ja, seltsam. Ja, weißt du, wo das ist? Der Spielbodenplatz ist auf der Reeperbahn, St. Pauli. Willst du da sofort hin? Ich nehme ein Taxi. Kommst du mit? Ich kann nicht, solange die Sitzung ist. Warum ruft er dich denn nicht an? Ja, ich weiß nicht. Scheint irgendwie dringend zu sein. Hauptsache, ich treffe ihn endlich. Sehen wir uns heute noch? Bei mir. Ich habe es deshalb zu ihm gesagt, weil, wenn meine Frau ihn fragen würde, wo ich an dem Abend gewesen wäre. Moment mal, Ihr Bootsmann hat doch ausgesagt, Herr Simmert war den ganzen Tag an Bord. Sie waren doch aber mittags zu Hause. Wozu dann den ganzen Tag? Muss ein Missverständnis gewesen sein. Nee, ein Regiefehler war es. Das Alibi war auch nicht für Ihre Frau bestimmt. So viel steht für mich schon mal fest. Wo waren Sie denn in Wirklichkeit, wenn Sie so ein dichtes Alibi gebraucht haben? Möchte ich nicht sagen. Wenn Sie noch einen Funken Verstand haben, dann sagen Sie es. Aber in der Wohnung von Frau Nodorf, da waren Sie. Ich habe die Wohnung seit 8 Monaten nicht betreten. Was sollen denn diese Fragen? Warum setzen Sie sich hin? Sagen Sie mal, wollen Sie mich reinlegen? Ja. Na klar, was denn sonst? Wie heißt denn der? Das ist er nicht. Dann will ich es Ihnen sagen, der heißt Bast. Ja. Kennen tun Sie wohl auch nicht. Warum soll ich denn den kennen? Weil Sie eine ganze Schiffsladung mit Waffen durch die Gegend fahren, im Auftrag von dem hier. Deswegen. Bitte? Also nochmal von vorn. Wo waren Sie am Nachmittag? Wo waren Sie am Abend? Ich habe es deshalb zu Ihnen gesagt. Weil, wenn meine Frau ihn fragen würde, wo ich an dem Abend gewesen bin... Moment! Ihr Bootsmann hat ausgesagt, dass Sie den ganzen Tag an Bord waren. Sie waren aber nicht den ganzen Tag an Bord. Sie waren mittags zu Hause. Wozu also den ganzen Tag? Das muss ein Missverständnis gewesen sein. Das Alibi war nicht für Ihre Frau bestimmt. Also wo waren Sie in Wirklichkeit, wenn Sie schon so ein dickes Alibi brauchten? Das möchte ich nicht sagen! Wenn Sie noch einen Funken verstanden haben, dann sagen Sie es. Nein. Aber in der Wohnung von Frau Nordorf, da waren Sie. Ich habe die Wohnung seit 8 Monaten nicht betreten. Was sollen denn diese Fragen? Sagen Sie mal, wollen Sie mich reinlegen, oder was? Na klar, was denn sonst? Ich habe Ihnen eben gesagt, wie der Mann hier heißt. Wie heißt er also? Was? Ja, aber ich kenne ihn nicht. Woher soll ich den kennen? Komm. Give me a description on the car. 1970 white Challenger, Colorado license 085599. 10-4, was anybody injured? No injuries. 10-4, big turn to your station then. Okay. We're on our way in. You better send the truck to that other bunker. Der deutsche Gelehrte, der Gelehrte aus allen Ländern der Wissenschaft, hat gelernt, dass er sich nicht den Ergebnissen seiner Forschung selbstgenügsam um ihrer selbst willen hingeben darf. Es gehört seit dem Fall Oppenheimer zur Definition der wissenschaftlichen Elite,
dass sie sich der Verantwortung für die Folge ihres Tuns bewusst ist. Reizwort Elite, ein in der Tat... professional road racer named Kowalski. K-O-W-A-L-S-K-I. Repeat, Kowalski. First name unknown, other particulars also unknown. Guten Abend, ich möchte bitte Herrn Thorning sprechen. Hallo. Was ist los? Ich möchte bitte Herrn Thorning sprechen. Schau mal nach. Gibt es bei Ihnen einen Herrn Thorning? Nummer 10. Nummer 10? Ja. Dankeschön. Zimmer 10. Erster Stock oder zweiter? Erster Stock. Habe gelernt. Mapkababedi. Sie kann erste Hilfe. Mann.
Kommissar Stöver. Rufen Sie Kommissar Stöver. Polizia! Es werden die Fluggäste des Air France Fluges 773 nach Paris in den Warteraum A zum Ausgang 17 gebeten. All passengers of Air France Flight 773 to Paris are requested to proceed in the waiting room A gate 17. Le passager du vol Air France 773 à destination de Paris sont priés de se présenter en la salle d'attente A. Alors, ça va le temps à Paris? Oui, c'est beau. Ouais. Le ciel, il est bleu? Oui, il est bleu. Bleu. Fantastique, c'est beau, ça. Hein. C'est le siège d'artiste. Wir sehen uns jetzt einen Wagen genauer an. Es tut mir leid, dass ich Sie vorhin angeschrien habe. Das verstehe ich doch. Als ob Sie etwas dafür könnten. Ich war naiv. Im Grunde konnte ich nicht glauben, dass es sich wirklich um einen Killer handelt. Sonst hätte ich viel energischer vorgehen müssen. Nein, ich hätte Ihnen von Rüdigers Bruder erzählen müssen. Und von der Waffenschmuggler. Vielleicht hätten Sie dann gewusst, dass er das Opfer ist. Machen Sie sich bloß keine Vorwürfe. Ich bin genau eine halbe Stunde zu spät darauf gekommen. Warte hier, ich komme. Damit hat er ihn hergelockt. Ich kenne seinen Bruder nicht. Aber ich hasse ihn. Warum haben Sie ihn umgebracht? Wir werden es rauskriegen. Einer der friedlichsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause. Auto unter Sitz gelegt. Dann können wir sicher sein, dass keine Abdrücke drauf sind. Trotzdem, seltenes Verfahren. Der Portier ist so kurz, dass er keine 2 Meter scharf sieht. Die Personenbeschreibung ist entsprechend. Also schön. Das Ganze nochmal von vorn. Ja, was denn nochmal von vorn? Die Geschichte. Wir wollen endlich die Geschichte hören von dem Mann, der seiner Ex-Freundin jeden Monat 1500 Mark Schweigegeld zahlt. Damit sie nämlich nicht zur Ehefrau rennt und alles erzählt. Dann wird der Mann nämlich seinen Job los und das Schiff, das nun mal seine Existenzgrundlage ist. Hä? Und eines Tages wird die Ex-Freundin arbeitslos und nun braucht sie mehr Geld. Sie braucht 3000 Mark im Monat, 4000, 5000. Und das kann der Mann beim besten Willen nicht aufbringen. Was macht er nun? Red schon. Ich habe vorhin schon erklärt, dass ich nur noch in Gegenwart meines Anwalts rede. Wie heißt der Anwalt? Dr. Schokosfeld. Ja, kannst du mal sehen. Alle Achtung. Und wer bezahlt den? Sie hatten doch schon Schwierigkeiten mit Ihren monatlichen Überweisungen an Frau Nodorp. Also, heute Nachmittag weiter mit Anwalt. Dann fassen Sie mich aber nicht mehr so an, ja? Los! Er weiß ganz genau, dass wir nichts gegen ihn in der Hand haben. Er weiß aber auch, er hat kein Alibi. Mensch, das war doch gerade der Typ, der mit dem Journalisten vor dem Hotel gesprochen hat. Wer? Na, der da abgeführt wird. Moment mal, Moment mal. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Das sind doch zwei völlig verschiedene Fälle, Kollege. Da bringst du was durcheinander. Natürlich ist er das. Der hat da noch eine Plastiktüte dabei und ist dann mit dem Journalisten ins Hotel gegangen. Das hat eine ganze Weile gedauert.
Herr Simmer hat eine überraschende Wendung. Unser Fahnder hat sie gesehen, zusammen mit dem Mann, der gestern Professor Thorning erschossen hat. Ach. Frau Simmer, wenn wir Sie noch mal sprechen wollten, wann ginge denn das? Stöber hier. Dankeschön. Danke, wiederhören. Ich wusste doch, dass ich die Stimme am Telefon schon mal gehört habe. Der Tipp kam von seiner Frau. Alfred Bergmann Stiftung. Augenblick. Der Bruder vom Professor will ihn sprechen. Doris Eucken? Wo sind Sie jetzt? Ich bin die Geschäftsführerin. Ja, ich komme so schnell als möglich. Warten Sie auf mich. Der ist tot. Also nochmal, was war in der Plastiktüte? In Hamburg laufen ein paar Leute rum, die sehen mir sehr ähnlich. Frau Eucken ist am Telefon. Mach mal alleine weiter. Was ist mit meiner Jacke? Was ist mit der Jacke? Wir haben sie vorhin freundlicherweise zerrissen. Wir sind versichert. Die Tatwaffe vielleicht? Hm? Mit dem Schalldämpfer. Was soll ich denn mit einer Plastiktüte in einem Hotel? Das muss ein Irrtum sein. Vielleicht sogar die gleiche Waffe mit der Katja Nudorf, hm? Das wäre doch eine Idee, ne? Sie töten Katja Nudorf und geben die Waffe an den Kollegen Killer weiter, damit er seine Arbeit machen kann. Aber Simmert, die Rechnung ist nicht aufgegangen. Kollege Killer hat die Waffe im Auto liegen gelassen. Und unser Labor wird jetzt ihre Fingerabdrücke finden. Ein Dilettant wie Sie sollte sich nicht mit einem Profi einlassen. Ich hab Katja geliebt. Das glaube ich Ihnen sogar. Deswegen sollten Sie jetzt aufhören, hier rumzulügen. Wenn wir schon bei der Wahrheit sind. Kennen Sie den? Nein. Den? Ja. Wer ist das? Raubach, Gerhard Raubach. Na also. Herr, hier Brockmüller. Gib mal eine Fahndung raus. Gerhard Raubach. Waffenschmuggel an Stiftung zum Mord. Achtung, Schusswaffe. Okay. Sie haben ihn gestern umgebracht im Hotel. Er hat eine Nachricht von Ihnen bekommen. Von mir? Sie können jetzt nur noch eines tun, alles erzählen, was Sie wissen. Der Polizei. Über die Leute, für die Sie arbeiten. Und warum man Rüdiger umgebracht hat. Das ist das Mindeste, was Sie jetzt tun können. Solange hier nicht alles aufgeklärt ist, und zwar bis ins Kleinste, werden Sie von mir keine Ruhe haben, das schwöre ich Ihnen. Guten Tag, Stöber. Sie haben uns sicher einiges zu erzählen, ne? Ja, kommen Sie. Kennen Sie einen Herrn Simmert? Kenn ich. Und noch eine viel wichtigere Frage.
Kennen Sie auch einen Herrn Bast? Ja. Haben Sie über den auch was zu erzählen? Ja. Sehr gut, kommen Sie. So nennt man das doch, oder? Ich rufe es später wieder an. Ich dachte, Sie wollten erst morgen wieder vorbeischauen. Ich muss mit dir sprechen, komm mit. Ist was Ernstes? Muss mir einen Gefallen tun, ja? Also, ich war heute den ganzen Tag hier auf dem Schiff, verstehst du? Wer immer dich fragt, war den ganzen Tag hier. Ja, vielleicht auch die ganze Nacht. Ich verstehe schon. Ihre Frau. Was? Ach so, ja. Weiß ja, die ist eifersüchtig. Ich glaube, die spioniert mir nach. Alles klar? Alles klar, Sie waren den ganzen Tag und die ganze Nacht hier. Ach, die haben das Zeug ja schon gebracht. Genug, um eine ganze Armee damit auszurüsten. Darf ich Ihnen da mal einen kleinen Fachvortrag halten? Nee, ich mach's aber trotzdem. Eine Razzia ist nicht dazu da, dass man vorher schon die Beweise in der Hand hat, sondern im Regelfall ist eine Razzia dazu da, dass man sich Beweise beschafft. Jawohl. Herr Basten, unbescholtener Bürger. Ja, wir haben noch mehr Waffenschieber, die unbescholtene Bürger sind. Ja, ich habe Sie sehr gut verstanden. So schwer war es ja nicht. Ja, ich werde mich danach richten. Wonach denn sonst? Vielen Dank. Auf Wiederhören. Dein Wohnungsmakler war das aber nicht. Nee. War der persönliche Referent von irgendeinem Referenten aus irgendeinem Ministerium. Ist ja eh wurscht. Ich hab's dir ja gesagt. Der Anschiss lauert überall. Aber jetzt lauere ich auch überall. Der Junge kriegt kein Bein mehr auf die Erde. Der wird sich schwer umgucken. Der wird eines Tages einen Fehler machen und dann werde ich da sein. Was trägst du eigentlich neuerdings für einen gemeinen Klunker? Nur Klunker? Du denkst, es ist ein Serviettenring über eine Bockwurst gestellt, hä? Ich habe aber schwer geirrt.
Das ist ein orientalisches Geheimnis, mein Lieber. 104 gegen 1. Wenn du das Ding jemals wieder zusammenkriegst. Das ist heute für mich der Tag der Zumutung. Es wird bestimmt keiner kommen. Der Saal ist übrigens schon leer. Nehmen Sie mir nicht die letzten Hoffnungen. Was gibt's denn im Theater? Einer muss der Dumme sein. Kinderstück nicht, aber vielleicht ist es ja ganz komisch. Ist was nicht in Ordnung? Der Professor lebt immer noch. Aber manche ist das mehr. Jorik braucht ein Gewehr mit Zielfernrohr, heute. Was? Gewehr mit Zielfernrohr? Der spinnt doch. Unmöglich, das kriege ich nicht so schnell. Musst du aber, weißt du. Er hatte die Pistole. Jorik ist auch nicht mehr der Alte. Kann ich denn dafür, dass der zu blöd ist für seinen Job? Was ist denn los mit dir? Na gut. Ich werde sehen, was ich machen lässt. Brockmüller ist mein Name. Ich brauche Auskunft über eine Kundin bei Ihnen, Frau Nodorp, Katja Nodorp. Haben Sie einen richterlichen Durchsuchungsbefehl? Ich. Danke. Nodorp. Daueraufträge, Überweisungen, Eingänge. Kein Dauerauftrag, aber regelmäßiger Einwand an Frau Nodorp. Bareinzahlung von der Zentrale. Welcher Höhe? 1500 Mark monatlich. Können Sie mir sagen, von wem? Eingezahlt hat immer ein Paar Simmert. Frau Müller. Simmert? Horst Simmert? Paar Simmert, ja. Monatlich, regelmäßig? Regelmäßig, monatlich. Und wann war die letzte Einzahlung? Das war, warten Sie, Ende vorigen Monats, 1500 Mark. Das ist erst 14 Tage her. Er profitierte von der deutlich festeren Tendenz bei Ölaktien, deren Index um 60,23 Punkte auf 2916,54 kletterte. Der TSE 300 Composite Index. Guten Tag. Danke. Herr Toni. Ja, wir haben bei uns im Institut die gleichen Erfahrungen. Er will uns verlassen. Wahrscheinlich hat er sein kleinbürgerliches Gewissen entdeckt oder bumst mit einer Pazifistin, was weiß ich. Auf alle Fälle will er nicht einsehen, dass er bei uns nicht einfach kündigen kann, wie bei C&A. Aber glücklicherweise hat er sich bereit erklärt, noch einen Flug für uns zu machen nach Londonderry. Dazu musste er über ein großes, tiefes Wasser. Soll ich ihn abschießen? Um den geht's nicht, Jorik. Sondern? Um seinen Bruder. Er hat wahrscheinlich seinen Bruder informiert. Wichtige Interna und ein paar Namen. Auf alle Fälle ist die Firmenleitung enorm beunruhigt. Das ist er. Physikprofessor in München. Kommt heute hier an, zu einer Tagung. Wie viel? Honorar? 80. Plus 25% Erschwerniszulage. Also 100. Wieso Erschwernis? Weil der Professor an einer Klausurtagung teilnimmt. Und was bedeutet das? Er wohnt zusammen mit seinen anderen Kollegen in einer Villa, in der sie auch ihre Vorlesungen halten. Scheiße. Die Waffe und die notwendigen Informationen erhalten Sie von Simmert. Seine Telefonnummer ist hinten auf dem Foto. Er ist auch Ihr Kontaktmann. Und warum nicht zuerst den Piloten? Weil der schon versorgt ist.
Bring the patient this way, please, quickly. Oh, oh, oh. Wie viel Stock ist denn das? Im dritten Stock. Ja, wie ist? Habt ihr was gefunden? Nichts. Guten Tag. Tag. Wer war in der Wohnung bisher? Nur ich und mein Kollege. Und die Putzfrau, die sie gefunden hat. Irgendwas verändert worden? Ich habe nur die Tote umgedreht, um zu sehen, ob... Jedenfalls, hier hat sie gewohnt. Ja. Sie heißt Katja Nodorp. Das Schild an der Tür, das ist sie. Saubere Arbeit. Zwei Schuss und dann noch mit der Elefantenbüchse. Und wann, was schätzt du? Sie sehen an. Nee. Na, länger als 8 Stunden sieht aber noch gut aus. Wer hat sie gerufen? Die Putzfrau. Sie wartet draußen im Flur. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Neben dem Herd auf der Arbeitsfläche eine kleine Kaffeekanne mit aufgesetztem Filter. Hallo. Sie sehen heute aber hübsch aus. Guten Tag. Sie haben Frau Nodorp gefunden, ja? Ja, ich habe einen Schlüssel. Danke. Einmal in der Woche komme ich. Hat die denn irgendwelche Verwandte, die man eventuell benachrichtigen muss? Nein, ich glaube nicht. Wenigstens nicht in Hamburg. Und was war sie vom Beruf? Kassiererin im Supermarkt. Kassiererin? Der Lehrer muss Bescheid kriegen. Der Bruder, Herr Wipnewski. Wie? Wipnewski. Wipnewski heißt der. Da hat sie ja immerhin einen Verwandten. Oh, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt. Das macht doch nichts. Haben Sie auch die Adresse von dem Bruder? Ich glaube, dass er an der Gesamtschule Styles Hope ist. Dankeschön. Wo bist du denn geworden? Aha. Und? Geschäften gehen gut? Kann ich klagen. Die Besten flieht. Ist alles okay. Ist dir irgendwas? Nö. Ich hoffe, dass das keinen Ärger gibt. Das war der Herr Marc Lasalle aus Paris. Wann ist er gekommen? Vor 4 Tagen, aber ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das alles sagen darf. Sie können sicher sein, dass Sie mir das alles sagen dürfen. Wie lange will er bleiben? Das ist unbestimmt. Marc Lasalle, sein Beruf? Journalist. Danke. Kann ich Ihren Ausweis noch mal sehen? Nee. Nee. Hier ist Stöber. Könnt ihr mal nachgucken, ob es in Paris
einen Mann namens Marc LaSalle gibt. LaSalle mit Doppel-L und E hinten. Journalist soll der sein. Und dann gib mir mal Meier 2. Ich hab was Dringendes für den. Meier 2? Meier? Mhm. Ich hab eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung im Merkur-Hotel in St. Georg. Der Mann, um den es mir geht, heißt Marc LaSalle. Ist ungefähr 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, langes, braun-graues Haar. What do you have in there? Got six rattlers, two sidewinders. Now we've got one very precious diamond back. What do you do with those things? Trade them. Trade them for coffee, sugar, chewing tobacco, salt, flour, and beans. And lots of beans, son. Suzette? Ja, warum nimmst du denn nicht ab? Ich hab schon zweimal probiert. Ach so. Ach so, Sie suche ich. Ah ja, ich sagte doch, dass ich deinen Körper sehr schön finde. Na, ich kann jetzt nicht mehr weitermachen, ja? Ich hol dich nachher ab, ja? Moment, tschüss. Guten Tag, kann ich was für Sie tun? Rockmüller, Mordkommission. Nee, danke, im Augenblick nicht. Auch eine Akte. Vidal. Eine Akte? Eine Akte. Vidal? Vidal. Ja, wie stellen Sie sich denn das eigentlich vor? Wieso? Na, haben Sie sich vielleicht mal umgesehen, wie viele Akten ich hier habe? 1000 Akten, ach, was sag ich? 10.000 Akten, das sehen Sie ja selbst. Der heißt Robert. Robert Vidal. Robert Vidal. Ja, haben Sie wenigstens sowas wie eine Aktenanforderung? Hm, hab ich. Hier. Ja, aber das nützt mir auch nichts. Ich Robert Vidal, ich brauche eine Nummer. DY. Alfred Bergmann Stiftung. Schon von daher wird es verständlich, dass wir mit als erstes Institut die Ergebnisse von Crutzen und Burks überprüft haben, noch bevor Carrière den Bericht des National Research Council vorlegte, in dem er ja unmissverständlich erklärte, Zitat, dass eine klare Möglichkeit besteht, dass ein Atomkrieg genügend Rauch und Staub erzeugen würde, um das Sonnenlicht zu blockieren und gewaltige Temperaturstürze auszulösen. Zitat Ende. Guten Tag. Bevor ich nun zu unseren Untersuchungen... Kann ich Ihnen helfen? Es tut mir leid, dass ich Sie störe. Das tut mir leid für Sie, aber die Pressekonferenz findet erst am Ende der Tagung statt. Das wurde mit allen Teilnehmern so vereinbart. Die Damen und Herren möchten vorher keinen Journalisten sprechen. Keine Ausnahme. Nein, leider. Für welche Zeitung schreiben Sie denn? Ich schreibe für alle großen Zeitungen in Frankreich. Ich will ganz offen sein. Ich sollte diesmal etwas mit nach Hause zu bringen, die den anderen nicht anzubieten haben. Verstehen Sie? Ja, aber ich kann Ihnen nur wiederholen, was ich Ihnen schon gesagt habe. Sie kennen doch die Herren Wissenschaftler genauso gut wie ich. Ein großes Interview in eine große, schöne. Ich glaube, diesmal irren Sie sich. Es gibt bestimmt ein Freizeitprogramm. Ja, natürlich. Morgen Vormittag, da sind Sie vortragsfrei. Macht jeder, was er will, oder gibt es einen gemeinsamen Rundfahrtplan? Sie fangen an, mir auf die Nerven zu gehen. Sie wissen doch genau, diese Leute sind Individualisten. Also keine Rundfahrtplan? Die meisten haben mich gebeten, für Sie was Spezielles zu arrangieren. Zum Beispiel? Dann ist aber Schluss. Für einen Profi müssten Sie damit was anfangen können. Sie ahnen gar nicht, wie sehr Sie mir geholfen haben. Wir müssen jeder Spur nachgehen. Auch der kleinsten und unscheinbarsten. Es tut mir wirklich leid. Also auf Wiedersehen.
Sie müssen mir glauben. Wiedersehen. Was wollten die? Oh, Vidal hat da irgendwelche persönlichen Schwierigkeiten. Ich sollte ihm ein bisschen was über ihn erzählen. Und warum kommt die da nicht auch zu mir? Ich bin ja schließlich der Kapitän. Und ich bin die Eignerin. Das ist schließlich viel mehr. Ich wünsche, gefragt zu werden, wenn es um meine Angestellten geht. Reg dich doch nicht auf. Du kennst doch Vidal überhaupt nicht. Du hättest denen doch überhaupt nichts über Vidal erzählen können. Ich wünsche, in jeder Angelegenheit gefragt zu werden, die mein Schiff betrifft. In jeder. Hast du das verstanden? Ja, ja. Aber diesmal ging es doch... Nur diesmal. Gar nichts, nur diesmal. Und was für eine persönliche Angelegenheit. Hat er wieder ein Flittchen an Bord geholt und was mit ihr gemacht? Überhaupt nicht. Oder warst du sogar mit dabei? Also ich bitte dich, nicht wieder das. Das hatten wir doch abgemacht, oder? Ach Mensch, was man so alles abmacht. Der Simmert war wirklich erschrocken. Wieso hat er nicht gefragt, wie sie ermordet wurde? Na, wenn du so einem Menschen plötzlich eine Frage stellst, dann steht er doch unter Schock. Das verstehen so Leute wie du immer nicht. Ich möchte mir die Sache mit der Tagung ganz gerne mal angucken. Ich habe das ungute Gefühl, da ist was dran. Da ist bestimmt was dran. Was ist denn für eine Tagung? Habt ihr doch erzählt von dem Telefonat gestern. Da soll jemand umgebracht werden. Wahrscheinlich hat jemand kalte Füße gekriegt oder soll reingelegt werden. Oder er ist ein Spinner. Es war eine Frau am Apparat. Wenn ich bloß wüsste, woher ich die Stimme kenne. Toll. Wir sind eine Mordkommission und kein Mordverhinderungsverein. Dafür werden wir nicht bezahlt. Ja, aber es wäre doch ganz schön, einmal vorher was tun zu können und nicht immer erst nachher, wenn alles zu spät ist. Wie stellst du dir das vor? Das Haus umstellen, alle einmauern und der Mörder sitzt dann unter uns, ja? Du hast ja wieder so recht. Ich fahr trotzdem hin und guck mir's an. Tu, was du nicht lassen kannst. Also nehmen Sie mir das nicht übel, aber das klingt wirklich sehr unwahrscheinlich. Ich weiß. Eine regelrechte Räuberpistole. Im wahrsten Sinne des Wortes. Warum sollte man es auf einen unserer Gäste abgesehen haben? Was glauben Sie, was ich in meinem Beruf schon für Räuberpistolen erlebt habe? Und das Unwahrscheinlichste ist oft genug die Wirklichkeit. Und wenn, denken Sie daran an politische Dinge? Keinen blassen Schimmer. Ja. Selbst wenn es so wäre. Allein die Vorstellung, dass man auf einen unserer Gäste einen Killer angesetzt hat. So nennt man das doch. Ja, das könnte man so sagen. Also, ich weiß nicht. Aber Sie ich haben... Ich glaube, das muss eine Verrückte gewesen sein. Sie haben die Presse, die Tagespresse, nicht informiert und keinerlei Vorankündigungen veröffentlicht. Nein. Gibt's Probleme? Ich hoffe, nein. Wir hoffen, nein. Horst, kommst du mal? Sie verstehen, dass wir mit Ihrem Mann gern allein sprechen wollen. Ich bin von klein auf so erzogen worden, dass ich immer alles verstehe. Für dich, Kripo. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Tag, was kann ich für Sie tun? Haben Sie heute Morgen Zeitung gelesen? Nein, warum? Ist es Pflicht? Katja Nodorp ist ermordet worden. Katja Nodorp ist tot? Ja. Mein Gott. Wer? Das wissen wir noch nicht. Ja, ja, waren mal befreundet. Mal? Zuletzt nicht mehr. Schon lange her. Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen? Tja, da müsste ich mal nachdenken. Das tun Sie mal in aller Ruhe. Also bestimmt ein Dreivierteljahr, wenn nicht länger. Das ist ja lange her. Können Sie uns ja gar nicht mehr helfen. Ne? Katja ist tot. In ihrer Wohnung? Ja. Ich muss Sie jetzt fragen, wo Sie gestern waren. Vom Nachmittag bis zum späten Abend, circa 24 Uhr. Natürlich, Sie tun ja auch nur Ihre Pflicht. Ich war... den ganzen Tag auf meinem Schiff. Es liegt zur Reparatur im Hafen. Ich habe auch an Bord geschlafen. Kann das jemand bezeugen? Selbstverständlich. Mein Bootsmann. Er hat Hafenwache. Er heißt Vidal. Sagen wir uns den Namen des Schiffes? Bessenfleet. Es liegt bei der Flintwerft.
Sie verstehen, dass wir das alles fragen müssen. Selbstverständlich. Ich habe nur eine Bitte. Meine Frau regt sich furchtbar leicht auf. Wir haben diese Geschichte hinter uns, wissen Sie? Es waren damals schwere Zeiten für uns. Sie verstehen, für unsere Ehe. Es ist besser, wenn sie nichts davon erfährt. Es kommt zu viel wieder hoch. Tja, dann können Sie uns gar nicht weiterhelfen. Es tut mir wirklich leid. Also, auf Wiedersehen. Sie müssen mir glauben. Wiedersehen. Das sind ja wohl die miesesten Arbeitsbedingungen aller Zeiten. Das ist doch nicht meine Schuld. Habt ihr wenigstens einen Auto für mich? Ja, Parkhaus Roter Baum, Stellplatz 433, ist da drin. Schlüssel. Wenn was ist, ruf ich dich an. Oder bist du immer so schwer zu erreichen? Das war eine Ausnahme. Ich war auf dem Schiff. Hallo. Ach, haben Sie gesehen, dass da vorne immer eine S-Bahn durchs Fenster fährt? Ja. 1200. Mit denen los. Also gut, ich nehme die Wohnung. Endgültig, jawohl. Schönen Dank. Gratuliere. Muss man sich mal vorstellen, eine Kassiererin, die sich eine Putzfrau leisten kann. Tja, in dieser Welt ist alles möglich. Und kein Mensch hat einen Schuss gehört, bei dem Kaliber. Wahrscheinlich war ein Schalldämpfer drauf. Und wetten, alle anderen Fingerabdrücke außer ihren waren alle vom Stiefbruder. Ja, der hat ein Alibi, das völlig wasserdicht ist. Klassenreise, das beste Alibi. Ja, 35 unschuldige kleine Kinder sagen, unser Lehrer war dabei. Wann kommt er denn? Kommt heute Abend zurück, ich habe ihn herbestellt. Du hast ihn hergebeten? Bestellt. Laut Dienstvorschrift hast du ihn eigentlich hergebeten. Naja. Vielleicht kann er uns ja helfen. Lehrer, das sind doch nie was. Stöber. Stöber. Ja, ich sie auch nicht. Und was habt ihr mit meiner Jacke gemacht? Alfred Bergmann Stiftung. Schon von daher wird es verständlich, dass wir mit als erstes Institut die Ergebnisse von Crutzen und Burks überprüft haben, noch bevor Carrière den Bericht des National Research Council vorlegte, in dem er ja unmissverständlich erklärte, Zitat, dass eine klare Möglichkeit besteht, dass ein Atomkrieg genügend Rauch und Staub erzeugen würde, um das Sonnenlicht zu blockieren und gewaltige Temperaturstürze auszulösen. Zitat Ende. Guten Tag. Bevor ich nun zu unseren Untersuchungen... Kann ich Ihnen helfen? Es tut mir leid, dass ich Sie störe. Das tut mir leid für Sie, aber die Pressekonferenz findet erst am Ende der Tagung statt. Das wurde mit allen Teilnehmern so vereinbart. Die Damen und Herren möchten vorher keinen Journalisten sprechen. Keine Ahnung. Scheiße!
it ain't always run by men always. I'm going to ditch to the sea. Mayday, mayday, mayday. November 4565 Lima. Your position is 4565 North, 1580 West. I repeat, your position is 4565 North, 1580 West. Please report reaching flight level 30. Gesagt, wenn mir was passieren sollte, mein Bruder weiß eine ganze Menge Einzelheiten über die Firma und er würde sofort zur Polizei gehen. Wörtlich? Wörtlich. Und dann hat er noch gesagt, da saß er schon im Cockpit, hat aus dem Fenster gerufen, das ist meine Lebensversicherung. Das ist sehr ärgerlich. Ärgerlich? Ich würde sagen, gefährlich. Solch ein Risiko können wir nicht tragen. Sagen Sie Jorek Bescheid, er soll sich um diesen Bruder kümmern. Wie lange habe ich Zeit? Nicht sehr lange. Bevor er erfährt, dass der Pilot verschwunden ist, muss Jorek seinen Job gemacht haben. Sie können sich auf mich verlassen. Hoffentlich. Frau ihn fragen würde, wo ich an dem Abend gewesen bin. Moment, Ihr Bootsmann hat ausgesagt, dass Sie den ganzen Tag an Bord waren. Sie waren aber nicht den ganzen Tag an Bord, Sie waren mittags zu Hause. Wozu also den ganzen Tag? Das muss ein Missverständnis gewesen sein. Das Alibi war nicht für Ihre Frau bestimmt, also wo waren Sie in Wirklichkeit, wenn Sie schon so ein dickes Alibi brauchten? Das möchte ich nicht sagen. Wenn Sie noch einen Funken verstanden haben, dann sagen Sie es. Nein. Aber in der Wohnung von Frau Nordhoff, da waren Sie. Ich habe die Wohnung seit 8 Monaten nicht betreten. Was sollen denn diese Fragen? Sagen Sie mal, wollen Sie mich reinlegen, oder was? Ja, na klar, was denn sonst? Ich habe Ihnen eben gesagt, wie der Mann hier heißt. Wie heißt er also? Was? Ja, aber ich kenne ihn nicht. Woher soll ich den kennen? Komm. Halt. 10-4, how far out? About 5 miles from Thompson. Can you give me a description on the car? 1970 White Challenger, Colorado license OA5599. 10-4, was anybody injured? No injuries. 10-4, we turn to your station then. Okay. We're on our way in. You better send a truck to that other road side. Der deutsche Gelehrte, der Gelehrte aus allen Ländern der Wissenschaft, hat gelernt, dass er sich nicht den Ergebnissen seiner Forschung selbst genügsam um ihrer Selbstwillen hingeben darf. Es gehört seit dem Fall Oppenheimer zur Definition der wissenschaftlichen Elite, dass sie sich der Verantwortung für die Folge ihres Tuns bewusst ist. Reizwort Elite, ein in der Tat... Professional road racer named Kowalski. Ein Zimmer. Für wie lange? Eine Nacht. Mein Name ist Ulf Torni.
operator. Please give me a call to Hamburg, Germany, and reverse the charge, please. The number is 248710. Yeah, thank you. Alfred Bergmann Stiftung, guten Tag. Ich hätte gerne Herrn Professor Rüdiger Thorning getroffen. Ja, das geht leider nicht. Der ist im Moment nicht da. Was heißt, er ist nicht da? Ist ihm was passiert? Nein, er ist im Moment nicht im Hause. Er wird heute Abend bei uns eine Diskussion leiten. Soll ich ihm was ausrichten? Nein. Dankeschön. And the gig for a sawed-off weekend. Well, you're both welcome. What do you get going for Frisco? You're not going back tonight. Hey, you're gonna kill yourself someday. You know that? Do you know? Yeah. Look, why did you stay over on Monday, huh? So you can go home right now. Oh, yeah, sure, just before midnight. Hey, look, you know something? When the clock strikes 12, my car turns into a pumpkin. Hey, Sandy, you know you're a born actor? Yeah, sure. That's what my wife will say. Well, then tell her I've been waiting up for you all night. Hey, look, seriously. Look, why don't you stay over? No. Look, you can do with some sleep, can't you? Frau Simmert ist da, sie möchte Sie sprechen. Soll sofort reinkommen. Bitte. Bitte schön. Frau Simmert. Ich hab's mir überlegt. Er ist mein Mann. Aber es hat keinen Zweck. Er hat mich zu sehr verletzt. Immer und immer wieder. Und jetzt ist einfach die Grenze überschritten. Sie werden ihn ja sowieso behalten. Immer wenn wir Streit hatten, ist er zu der Tierpension gelaufen, wo er seine Katzen her hat. Eine alte Freundin. Bevor Carrière den Bericht des National Research Council vorlegte, in dem er ja unmissverständlich erklärte, Zitat, dass eine klare Möglichkeit besteht, dass ein Atomkrieg genügend Rauch und Staub erzeugen würde, um das Sonnenlicht zu blockieren und gewaltige Temperaturstürze auszulösen. Zitat Ende. Guten Tag. Bevor ich nun zu unseren Untersuchungen... Kann ich Ihnen helfen? Es tut mir leid, dass ich Sie störe. Das tut mir leid für Sie, aber die Pressekonferenz findet erst am Ende der Tagung statt. Das wurde mit allen Teilnehmern so vereinbart. Die Damen und Herren möchten vorher keinen Journalisten sprechen. Keine Ausnahme. Nein, leider. Für welche Zeitung schreiben Sie denn? Ich schreibe für alle großen Zeitungen in Frankreich. Ich will ganz offen sein. Ich sollte diesmal etwas mit nach Hause zu bringen, die den anderen nicht anzubieten haben. Verstehen Sie? Ja, aber ich kann Ihnen nur wiederholen, was ich Ihnen schon gesagt habe. Sie kennen doch die Herren Wissenschaftler genauso gut wie ich. Ein großes Interview in eine nämlich das große, schöne. Ich glaube, diesmal irren Sie sich. Selbsternannten Fachleuten, die es gibt bestimmt ein Freizeitprogramm. Ja, natürlich. Morgen Vormittag, da sind Sie vortragsfrei. Macht jeder, was er will, oder gibt es einen gemeinsamen Rundfahrtplan? Sie fangen an, mir auf die Nerven zu gehen. Sie wissen doch genau, diese Leute sind Individualisten. Also keine Rundfahrtplan? Die meisten haben mich gebeten, für Sie was Spezielles zu arrangieren. Zum Beispiel? Nun ist aber Schluss. Für einen Profi müssten Sie damit was anfangen können. Sie ahnen gar nicht, wie sehr Sie mir geholfen haben. Wir müssen jeder Spur nachgehen, auch der kleinsten und unscheinbarsten. Denn was wir bisher haben, das ist weniger als gar nichts, Herr Wibnewski. Deshalb sind wir sehr dankbar für jeden Hinweis, selbst wenn er nach gar nichts aussieht. Ich verstehe nicht, wer so etwas tut. Tja, wer tut so etwas? Es hat übrigens den Anschein, als ob Ihre Schwester den Täter gekannt hat. Ja,
Ich habe immer noch das Gefühl, als ob das alles nur ein böser Traum ist. Also, das Labor sagt, es gibt zwei Arten von Fingerabdrücken. Frau ihn fragen würde, wo ich an dem Abend gewesen bin. Moment, Ihr Bootsmann hat ausgesagt, dass Sie den ganzen Tag an Bord waren. Sie waren aber nicht den ganzen Tag an Bord, Sie waren mittags zu Hause. Wozu also den ganzen Tag? Das muss ein Missverständnis gewesen sein. Das Alibi war nicht für Ihre Frau bestimmt, also wo waren Sie in Wirklichkeit, wenn Sie schon so ein dickes Alibi brauchten? Das möchte ich nicht sagen. Wenn Sie noch einen Funken verstanden haben, dann sagen Sie es. Nein. Aber in der Wohnung von Frau Nordhoff, da waren Sie. Ich habe die Wohnung seit 8 Monaten nicht betreten. Was sollen denn diese Fragen? Sagen Sie mal, wollen Sie mich reinlegen, oder was? Ja, na klar, was denn sonst? Ich habe Ihnen eben gesagt, wie der Mann hier heißt. Wie heißt er also? Was? Ja, aber ich kenne ihn nicht. Woher soll ich den kennen? Der deutsche Gelehrte, der Gelehrte aus allen Ländern der Wissenschaft, hat gelernt, dass er sich nicht den Ergebnissen seiner Forschung selbstgenügsam um ihrer Selbstwillen hingeben darf. Es gehört seit dem Fall Oppenheimer zur Definition der wissenschaftlichen Elite, dass sie sich der Verantwortung für die Folge ihres Tuns bewusst ist. Reizwort Elite, ein in der Tat... Ich habe gelernt. Mapkababeldi. Sie kann erste Hilfe. Sie, Kommissar Stöber. Polizia! Es werden die Fluggäste des Air France-Fluges 773 nach Paris in den Warteraum A zum Ausgang 17 gebeten. All passengers of Air France Flight 773 to Paris are requested to proceed to the waiting room aim gate 17. Le passager du vol Air France 773 à destination de Paris, sont priés de se présenter en la salle d'attente à... Alors, ça va le temps à Paris? Oui, c'est beau. Ouais. Le ciel, il est bleu? Oui, il est bleu. Bleu. Fantastique, c'est bon, ça. Ouais. C'est le siège d'artiste. Wir sehen uns jetzt einen Wagen genauer an. Es tut mir leid, dass ich Sie vorhin angeschrien habe.
Das verstehe ich doch. Als ob Sie etwas dafür könnten. Ich war naiv. Im Grunde konnte ich nicht glauben, dass es sich wirklich um einen Killer handelt. Sonst hätte ich viel energischer vorgehen müssen. Nein, ich hätte Ihnen von Rüdigers Bruder erzählen müssen. Und von den Waffenschmugglern. Vielleicht hätten Sie dann gewusst, dass er das Opfer ist. Machen Sie sich bloß keine Vorwürfe. Ich bin genau eine halbe Stunde zu spät darauf gekommen. Warte hier, ich komme. Damit hat er ihn hergelockt. Ich kenne seinen Bruder nicht. Aber ich hasse ihn. Warum haben Sie ihn umgebracht? Warum? Wir werden es rauskriegen. Einer der friedlichsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause. Do you know? Look, why did you stay over on Monday, huh? So you can go home right now. Oh, yeah, sure, just before midnight. Hey, look, you know something? When the clock strikes 12, my car turns into a pumpkin. Hey, Sandy, you know you're a born actor? Yeah, sure. That's what my wife will say. Well, tell her I've been waiting up for you all night. Hey, look, seriously. Look, why don't you stay over? No. Look, you can do with some sleep, can't you? Frau Simmert ist da, sie möchte Sie sprechen. Soll sofort reinkommen. Bitte. Bitte schön. Frau Simmert. Ich hab's mir überlegt. Er ist mein Mann. Aber es hat keinen Zweck. Er hat mich zu sehr verletzt. Immer und immer wieder. Und jetzt ist einfach die Grenze überschritten. Sie werden ihn ja sowieso behalten. Immer wenn wir Streit hatten, ist er zu der Tierpension gelaufen, wo er seine Katzen her hat. Eine alte Freundin. Bei der hat er sich immer ausgeweint. Eine Gräfin. Willkommener Adel. Von Hollitzel. Hollitzel. In der Schmielinski-Straße. Wissen Sie die Nummer? Nein. Vielleicht hat er sich ja da verkrochen. Verstehen Sie, dass für mich jetzt eine Grenze erreicht ist. Ja. Tierpension, sagen Sie. Eine Katzenpension, ja. Bettina, wir brauchen zwei Wagen, außer unserem. Gibt es ein Motiv? Wahrscheinlich ja, ich denke schon. Das ist der Herr Bast. Fällt Ihnen dazu immer noch nichts ein? Nein. Wiedersehen. Bringt mal jemand Frau Simmert nach Hause. But, well, fellas, as you know, we can't throw anything at him except dangerous driving and failure to stop. Misdemeanors, both of them over here. Yeah. Well, you told me that once, Camerati. But has this Bronco and the Jaguar filed a formal complaint? No, he hasn't. Es muss um 8 Uhr dort sein. Um 8 Uhr schaffen wir. Vorstellen, dass die Kriminalpolizei Katzen in Pflege zu geben hat. Was führt sie zu mir? Wohnt ein gewisser Herr Simmert im Augen? Oh, selge Nacht. Nur fürchtig, wenn mich Nacht umgibt. Wo bist du denn? Es wäre nur wie ein Traum. Moment, das ist kein Traum. Der haut ab. Los, mach hin. Mach schon! Mein Gott, schneller kann ich nicht. Das Taxi haut uns ab. Nervst du an dich, Mensch? Da lerne ich ja nie meinen Text. Ach du Scheiße, jetzt habe ich auch noch Ketchup auf der Hose. Oh, pass besser auf. Hin, dieser Gurt, der bringt mich doch mal um. Meier 2.
Er hat ein Taxi abgehauen. Wieder einmal wechseln. Wir hängen dran. Otto Müller, Heinrich, Heinrich, Anton Richard. Nimm mich eben gerufen. 1366. 1007, Elbiger Bahnhof. Bereich Wildecke. Wir fahren Richtung Flughafen. Gib doch mal Gas, Mensch, das geht doch schon bleiben. Fuß. Fahr nicht so dicht auf! Ja, warte, denn schnell oder langsam oder was? Das gibt's doch wohl nicht. 514, 3434, Dose 14. Warte, mir, ich nehme nach. Romeo hier. Quatsch, nein, Martin, nein. Ja, Objekt LaSalle hat eben die Taxe verlassen. Lufthansa is investing all passengers of flight 996 to Munich. Please to see the inside the room. Gate number 5. Scheiße, nur deinen Weg gemacht, Mensch! Nicht los! Du kotzt mich an! Deine Mittelmäßigkeit, deine leeren Versprechungen. Du bist ein Versager, eine Null. Du bist eine Niete. Geh doch zurück zu deiner Frau, zu dieser versoffenen Schlampe. Die nimmt dich sicher wieder mit offenen Armen auf. Den großen Käpt'n von der Besenpflicht. Tu das nie wieder, sonst hol ich die Bullen. Ich bring die nochmal um, du. Dazu bist du doch viel zu feige. Hallo? Scheint ja schwer beschäftigt zu sein. Warum gehst du nicht ran? Ich will Simmert sprechen. Für dich? Für mich? Komm runter, ich muss mit dir reden. Kann jetzt nicht. Der Chef hat gesagt, den Bruder vom Thorning auch. Was hab ich denn damit zu tun? Jorek kommt in 2 Stunden. Du musst ihm die Waffe besorgen. Wir sprechen uns noch, du.
Lufthansa Flugius 13. Wenn wir schon bei der Wahrheit sind. Kennen Sie den? Nein. Den? Ja. Wer ist das? Raupach, Gerhard Raupach. Na also. Herr, hier Brockmüller. Gib mal eine Fahndung raus. Gerhard Raupach. Waffenschmuggel, Anstiftung zum Mord. Achtung, Schusswaffe. Okay. Gestern umgebracht im Hotel. Er hat eine Nachricht von Ihnen bekommen. Von mir? Sie können jetzt nur noch eines tun, alles erzählen, was Sie wissen. Der Polizei. Über die Leute, für die Sie arbeiten. Und warum man Rüdiger umgebracht hat. Das ist das Mindeste, was Sie jetzt tun können. Alles aufgeklärt ist, und zwar bis ins Kleinste, werden Sie von mir keine Ruhe haben, das schwöre ich Ihnen. Guten Tag, Stöber. Sie haben uns sicher einiges zu erzählen, oder? Ja, kommen Sie. Kennen Sie einen Herrn Simmert? Kenn ich. Und noch eine viel wichtigere Frage. Kennen Sie auch einen Herrn Bast? Ja. Haben Sie über den auch was zu erzählen? Ja. Sehr gut, kommen Sie. Diamondback. What do you do with those things? Trade them for coffee, sugar, chewing tobacco, salt, flour, and beans. And lots of beans, son. Suzette? Ja, warum nimmst du denn nicht ab? Ich hab schon zweimal probiert. Ach so. Ach so, Suzette, was ist denn? Ah, sie suche ich. Ah ja, damit. Ja, ich sagte doch, dass ich deinen Körper sehr schön finde. Da, du, ich kann jetzt nicht mehr weitermachen, ja? Ich hol dich nachher ab, ja? Moment, tschüss. Guten Tag, kann ich was für Sie tun? Brockmüller, Mordkommission. Nee, danke, im Augenblick nicht. Ich brauche eine Akte. Vidal. Eine Akte? Eine Akte. Vidal? Vidal. Ja, wie stellen Sie sich denn das eigentlich vor? Wieso? Na, haben Sie sich vielleicht mal umgesehen, wie viele Akten ich hier habe? 1000 Akten? Ach, was sag ich? 10.000 Akten, das sehen Sie ja selbst. Der heißt Robert. Robert Vidal. Robert Vidal. Ja, haben Sie wenigstens sowas wie eine Aktenanforderung? Hm, habe ich. Hier. Ja, aber das nützt mir auch nichts. Robert Vidal, ich brauche eine Nummer. DY-42-1531-TU. 1531-TU. Ja, das muss ja vielleicht hier sein. Ich habe wenig Zeit. Ja, könnten Sie mir das Aktenzeichen nochmal sagen? 42-15-31-TU. 1531-TU. Hier. Vidal. Robert. Das ist er. 8. Juli 1927.
vorbestraft wegen Diebstahl. Also lesen kann ich alleine. Waffenschmuggel, Hehlerei. Ja, Sie können sich da an den Tisch setzen und alles in Ruhe durcharbeiten. Danke. Und Sie können wieder telefonieren. Ja, ja, ich höre. Ja? Metzgermeister. Ist vor 2 Jahren gestorben. Du, Paul. Augenblick noch. Einen Journalisten namens Marc Lasalle gibt's überhaupt nicht. Weder noch. Fein, vielen Dank. Ja, ich habe alles verstanden. Hast du auch alles verstanden? Nee. Bin auch noch. Womit fangen wir jetzt an? Also, erstmal Simmert und dann wieder. Wie bitte? Der Bootsmann. Ach so, der. Übrigens, dass der lügt, ne? Ist mir vollkommen klar. Aber wie sollen wir ihm das nachweisen? Der hat eine interessante Vergangenheit. Katja! Katja! Scheiße. Nein. Nee, machen Sie schon. Die Dame hat Sie doch lediglich gefragt, ob Sie nicht ein wenig Kleingeld haben. Was ist los? Warum sind Sie denn so unfreundlich? Also die Fresse. Das einzige Mittel gegen die neue Eiszeit ist Liebe und Freundlichkeit. Ja, 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 leck mich doch am Arsch mit deiner Freundlichkeit. Hey, Meister, Sie haben Ihren Koffer vergessen. Ja? Ja, na endlich. Wo hast du denn gesteckt? Ich hab schon den ganzen Nachmittag. Okay, also wann? Erst morgen. Ja. Bis dann. So drop on, join the call. But no offense, Jake, but I gotta be in Frisco 3 o'clock tomorrow afternoon. Ah, you put me off. Wie viel Stock ist denn das? Im 3. Stock. Na, wie ist? Habt ihr was gefunden? Nichts. Guten Tag. Tag. Wer war in der Wohnung bisher? Nur ich und mein Kollege. Und die Putzfrau, die sie gefunden hat. Irgendwas verändert worden? Ich habe nur die Tote umgedreht, um zu sehen, ob... Jedenfalls, hier hat sie gewohnt. Ja. Sie heißt Katja Nodorp. Das Schild an der Tür, das ist sie. Saubere Arbeit. 2 Schuss und dann noch mit der Elefantenbüchse. Und wann, was schätzt du? Sie so Jahren? Nee. Na, länger als 8 Stunden sieht aber noch gut aus. Wer hat sie gerufen? Die Putzfrau. Sie wartet draußen im Flur. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Neben dem Herd auf der Arbeitsfläche eine kleine Kaffeekanne mit aufgesetztem Filter. Hallo. Sie hat aber hübsch aus. Guten Tag. Sie haben Frau Nodorp gefunden, ja? Ja, ich habe einen Schlüssel. Danke. Einmal in der Woche komme ich. Hat die denn irgendwelche Verwandte, die man eventuell benachrichtigen muss? Nein, ich glaube nicht. Wenigstens nicht in Hamburg. Und was war sie vom Beruf? Kassierer. Indem ich sie mit mir überzeugen kann. Weißt du was? Diese Nachricht habe ich gerade von meinem Bruder bekommen. Lieber Rüdiger, komm mal bitte sofort ins Autohotel am Hafenspielbodenplatz 11. Wenn ich nicht da bin, warte bitte Ulf. Wieso schreibt ihr das mit Maschine? Ja, seltsam. Ja, weißt du, wo das ist? Der Spielbudenplatz ist auf der Reeperbahn in St. Pauli. Willst du da sofort hin? Ich nehme ein Taxi. Kommst du mit? Ich kann nicht, solange die Sitzung ist. Warum ruft er dich denn nicht an? Ja, ich weiß nicht. Scheint irgendwie dringend zu sein. Hauptsache, ich treffe ihn endlich. Sehen wir es heute noch? Bei mir. Gut. Thank you.
habe es deshalb zu ihm gesagt, weil, wenn meine Frau ihn fragen würde, wo ich an dem Abend gewesen wäre... Moment mal, Ihr Bootsmann hat doch ausgesagt, Herr Simmert war den ganzen Tag an Bord. Sie waren doch aber mittags zu Hause. Wozu dann den ganzen Tag? Muss ein Missverständnis gewesen sein. Nee, ein Regiefehler war es. Das Alibi war auch nicht für Ihre Frau bestimmt. So viel steht für mich schon mal fest. Wo waren Sie denn in Wirklichkeit, wenn Sie so ein dichtes Alibi gebraucht haben? Möchte ich nicht sagen. Wenn Sie noch einen Funken Verstand haben, dann sagen Sie es. Aber in der Wohnung von Frau Nodorf, da waren Sie. Ich habe die Wohnung seit 8 Monaten nicht betreten. Was sollen denn diese Fragen? Warum setzen Sie sich hin? Sagen Sie mal, wollen Sie mich reinlegen? Ja. Na klar, was denn sonst? Wie heißt denn der? Das ist er nicht. Dann will ich es Ihnen sagen, der heißt Bast. Ja. Kennen tun Sie wohl auch nicht. Warum soll ich ihn denn kennen? Weil Sie eine ganze Schiffsladung mit Waffen durch die Gegend fahren, im Auftrag von dem hier. Deswegen. Bitte? Also nochmal von vorn. Wo waren Sie am Nachmittag? Wo waren Sie am Abend? Ich habe es deshalb zu Ihnen gesagt, weil, wenn meine Frau ihn fragen würde, wo ich an dem Abend gewesen bin... Moment! Ihr Bootsmann hat ausgesagt, dass Sie den ganzen Tag an Bord waren. Sie waren aber nicht den ganzen Tag an Bord, Sie waren mittags zu Hause. Wozu also den ganzen Tag? Das muss ein Missverständnis gewesen sein. Das Alibi war nicht für Ihre Frau bestimmt, also wo waren Sie in Wirklichkeit, wenn Sie schon so ein dickes Alibi brauchten? Das möchte ich nicht sagen! Wenn Sie noch einen Funken verstanden haben, dann sagen Sie es. Nein! Aber in der Wohnung von Frau Nordorf, da waren Sie. Ich habe die Wohnung seit 8 Monaten nicht betreten. Was sollen denn diese Fragen? Das wird nicht hin. Sagen Sie mal, wollen Sie mich reinlegen, oder was? Na klar, was denn sonst? Ich habe Ihnen eben gesagt, wie der Mann hier heißt. Wie heißt er also? Was? Ja, aber ich kenne ihn nicht. Woher soll ich den kennen? Baby used to stay out all night long. She made me cry, she done me wrong. Turn my eyes open, that's no lie. Tameless turning, now it's your turn to cry. Because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but... This is Charter Flight 247 on its way to Dublin. Charter Flight 247 on its way to Dublin. Speaking, we're on our way over the Atlantic Ocean, which you can see to your left-hand side, and you see to the right side just the same.
immer und immer wieder. Und jetzt ist einfach die Grenze überschritten. Sie werden ihn ja sowieso behalten. Immer wenn wir Streit hatten, ist er zu der Tierpension gelaufen, wo er seine Katzen her hat. Eine alte Freundin. Bei der hat er sich immer ausgeweint. Eine Gräfin. Willkommener Adel. Von Hollitzel. Hollitzel. In der Schmielinski-Straße. Wissen Sie die Nummer? Nein. Vielleicht hat er sich ja da verkrochen. Verstehen Sie, dass für mich jetzt eine Grenze erreicht ist? Ja. Tierpension, sagen Sie. Eine Katzenpension, ja. Bettina, wir brauchen zwei Wagen, außer unserem. Gibt es ein Motiv? Wahrscheinlich ja, ich denke schon. Das ist der Herr Bast. Fällt Ihnen dazu immer noch nichts ein? Nein. Wiedersehen. Bringt mal jemand Frau Simmert nach Hause. But, well, fellas, as you know, we can't throw anything at him except dangerous driving and failure to stop. Misdemeanors, both of them over here. Yeah. Well, you told me that once, Camerati. But has this Bronco and the Jaguar filed a formal complaint? No, he hasn't. Es muss um 8 Uhr dort sein. Um 8 Uhr schaffen wir. Vorstellen, dass die Kriminalpolizei Katzen in Pflege zu geben hat. Was führt Sie zu mir? Wohnt ein gewisser Herr Simmert im Augenblick bei Ihnen? Simmert? Ja. So sieht er aus. Warum fragen Sie? Es besteht Mordverdacht. Und Waffenschmuggel. Also wenn Sie was wissen, sagen Sie es uns. Er hat mir was von Steuerhinterziehung erzählt. In diesem Fall kann niemand auf meine Loyalität zielen. Ja, ihr seid gestern Abend da hinten in seinem Zimmer.